Umziehen, Digga. Nein, oder? Oh, God damn it. God damn it. I kill a unicorn, man. Bitch. General, das war unser Ding. Scheiß drauf, wer das ist. Habt ihr keinen Respekt, kommt mit Unicorn-Masken. Geh mal weg, ich will anderen hauen. Auch nicht dich. Den auf den Boden schauen. Ich stiege. Kann ich den nicht schauen, diese dumme Sau. Guck mal, ich will den auf den Boden. Warum kannst du dich nicht drehen? Er liegt doch schon. Unicorn, ne? Mit Rauboutfit. Irrisch. Ey, geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Irrisch, Mr. Nachnamen. Wer ist das? Wer ist das? Das ist James. Oh, was macht der hier mit Unicorn? Hat keinen Respekt. Ruf mal Medics. Soll ich den mal stabil gesehen? Ja, natürlich. Wunderbar. Guck ich mal an, wir sind. Maschallah, 16 Leute wollen Muni-Route voll. Die stehen schon auf. Das ist der Weg. Schade, Jungs. Ey, Kali, kommt doch schon 14 Uhr abfacken, Bruder. Wo sind die Leute, Land? Ja, wenn wir Landwaffen bekommen, dann sind wir die ganze Zeit da. Wie? Was ist für eine Forderung, wenn wir Landwaffen bekommen? Seid doch so da. Dann wären wir die ganze Zeit da, Alter. Wir sind auch so die ganze Zeit da. Alter? Ist der General. Okay, die Schläge gehen weiter. Der Walsch, ey. Ja, egal. Harley da. Ja, egal. Egal, ich sehe nur Harley. Alles gut, Jungs, alles gut. Und du? Kriegst auch eine ab, meine Freunde. Ja, das schon. Boah, ich hab über dich geschlappt. Bleib mal so stehen. Hast du es gesehen? Aber komm ich bin tot. Nein, nicht nochmal. Ich hab die ganze Zeit gegen geschlagen. Ich sag dir noch einmal wieder Moment. So. Nein, warte noch einmal, ich bin tot. Nein, lass das fertig. Genug ausgelassen. So, wir warten, bis Medic die Gold hat. Ach, Leute. So, wer hat abgesagt, Alpe, heute? Abgemeldet haben sich Yesin, Shahin, Musti, Mio, Kalle, Gio. Jamal, Safi, halbe Familie nicht da. Ja, General, Haben Sie mit Rivera geredet? Was hab ich? Haben Sie mit Rivera geredet? Nein, der war doch gestern nicht da. Ach so. Das gehen wir jetzt machen. Nicht erreichbar. Yizan, ganzen Tag nicht erreichbar. Ist er noch da? Ich schau mal, vielleicht hat er Flugmodus drin. Scheiße. Reicht nicht jeden Tag zu kommen, um hier ein Gespräch zu führen. Wo ist denn hier das Ding? Ist amerikanisch. Man kann gar kein Fragezeichen. Ist amerikanische Tastatur oder was? Digga, alle Nummern, die ich hab, keiner da. Ja, was ist das für ein Schrott hier? Was soll im Discord passieren bei mir? Ne, komplett empty? Ne, das stimmt nicht. Unglaublich. Tage versuche ich jetzt zu erreichen. Haben Sie keine andere Nummer von jemand anderem, der die Geschäfte macht? Bruder, keiner hat was zu melden da, Bruder. Verstehst du das? Nichts. Ne. Die können nichts entscheiden. Ist doch Elva oder nicht? Ja, und was denkst du, wo der nachfragt, der Elva? Hä? Was? Was mit Frank? Was hast du gesagt? Hallo? Kann auch entscheiden, glaube ich. Er kann Schwanz, Bruder. Weißt du, was Schwanz ist? Ein dicker Schwanz, wenn der rosa Nille dir vorne rauskommt. Das kann der. Kann gar nichts. Ohne Sergio Mendes geht gar nichts. Wenn die was entscheiden, müssen die den vorher fragen. Hier ist es an. Der Jungs, die ganze Nacht, ich küsse euer Herz, Bruder. Was soll ich? Nachts kann ich. Kann ich kurz Schein abholen? Der ist natürlich, bei Human natürlich, Labs. Natürlich. Hier mit Heli am besten, ey. Geht am schnellsten, Bruder. Okay. Das Ding? Ja, Alper, bitte. Ja, General. Hast du gar keinen. Bist du am Fratzen? Nein. Ich war kurz am Träumen, sorry. Ich bin echt nicht am Essen, Wallah, ich hab gerade gegessen, bevor du gekommen bist. Sag den. Ey, ist hier gerade Rathausbesprechung? Was denn doch Essen der Arme? Nee. Ach nee, in Italien ist Rathausbesprechung. Ja. Deswegen ist er nicht da. Ah.
Ja, das kann sein. Ah, okay. Ja, deswegen ist er nicht da. Gut. In Italien ist Rathausbesprechung, deswegen kann er, ist der Whisky nicht da. General, ja. Vielleicht in der Zeit Kafkas anrufen, die haben noch unser Schwarzgeld. Und die übergeben das Gebiet. Wir warten haben noch die schon, haben die den Standort zwischen 21 geschickt? Und, nein, zwischen 21 genau, und 23. Genau, hat er gestern extra gesagt, Frank. Ach so. Hast du geschlafen? Er war nicht da. Ja, um 11 Uhr, ja. Gut, hast du dich nicht informiert, richtig? Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich hab's ihm erzählt, aber... Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich war dabei. Ich glaube auch, Levin war dabei. Komm, Baba. Nervt einfach. Es kommt immer irgendwie mittendrin. Drotze da. Das ist ein Programm. General, Sie müssen einmal springen. Das ist der Weg, General. Das ist der Weg. Richtig. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Gut. Was hat da das letzte Mal Mendez gesagt, als er hier war, Alper, wegen dem Deal? Dass wir reden müssen. Ich habe jetzt mit dem geredet. Ja, Matze, das war den, das, der war doch hier, hat doch an dem Arm, wo es verrutscht ist, war der nur noch mal hier. Was hat der da gesagt? Danach, ich meine, wo der hier war. Was hat der gesagt? Ich habe den Arm von Rivera. Nix, da ging es ja nur um die Situation da mit Grace. Genau. Gut. Also erst hieß es halt, wo das so aussah, dass wir ja irgendwie anscheinend absichtlich die Dame abgeschossen haben. Unsere Anwältin. Mal, genau. Warum sollten wir unsere eigene Anwältin töten? Ja, eben. Dass da auf jeden Fall erstmal nichts mit dem Deal mehr ist, bis du halt mit ihm geredet hast. Danach haben die sich nochmal besprochen. Und dann sind die doch zum Entschluss gekommen, dass wir damit nichts zu tun haben. Und dann hat er sich halt entschuldigt dafür, dass er uns so einen Vorwurf gemacht hat. Gut. Oder war von Route nichts mehr die Rede? Gibt es schon Infos über die Drogenrouten, wem die gehören? Wir haben gestern, General, einen Herrn getroffen, der war bei uns am Anwesen. Ja. Ich glaube, Nyung Su, wir nennen ihn Mr. Miyagi. Ja. Der war hier, der hat Informationen verteilt. Ja. Der meinte, liefert uns eine Route, dann bekommt ihr von mir Töpfe und Samen. Wir haben über einen Kontakt den die Workstation für Codein bekommen, haben den abgecheckt, der hat gestimmt, haben uns dann mit dem Herrn getroffen, haben ihm die Postleitzahl durchgegeben, er hat gesagt, jo, habt ihr richtig gefunden, dafür haben wir 10 Töpfe und ich glaube 10 Mohnsamen, Frank? Ja. Mohnsamen bekommen. Von? Und für jede weitere Route, die wir liefern, bekommen wir nochmal, jetzt wenn wir zum Beispiel Kokain finden sollten, bekommen wir die Sachen für Kokain. Genau. Wahnsinn spektakulär. Ja. So, jetzt finde ich die nächste Route und krieg 10 Töpfe und 10 Samen. Genau. Und was denn, wenn man eine ganze Route findet? Kann man dann die Töpfe und Samen selbst machen? Das ist die ganze Route. Es gibt nur noch Workstations. Das Sammeln geht nur noch über die Töpfe. So, warte mal. Warte mal. Oh mein Gott. Also man kann nur, es gibt nur noch diese Workstations. Nicht genau, mehr, es nicht gibt mehr. Keine Felder mehr oder so, es gibt nur noch diese Töpfe, geschickt, wo man das Samen ja, erzähl mal. Es gibt noch anscheinend irgendwelche Labore, aber damit kenne ich mich nicht aus. Ja, aber für eine Route, Mohn, was kommt da raus? Kokain, was kommt da raus? Crack. Codein. Codein, gut. Jetzt die Frage, es gibt nur einen Punkt. Ja, genau. Vier Drogen, jeweils ja. Ein Punkt, aber es gibt zu jedem Droge anscheinend noch irgendwie ein Labor, was man übernehmen kann, aber keine okay, Ahnung. Wenn wir jetzt diese, wenn wir jetzt diesen Verarbeiter zumachen, sagen es uns, okay? Was haben wir dann davon? Dann haben wir so gesehen die Codein-Route. Ja, und was haben wir davon? Wo kriegen wir die Töpfe her? Wie können wir mit Leuten arbeiten? Wie machen wir das? Also die Töpfe sind so, die gehen nicht kaputt, die und sind immer wieder verwendbar aktuell. Sollen wir eine Drogenroute bewirtschaften mit 10 Töpfen? Das nein, das ist das Ding, die kommen in den laufenden Tagen, gibt es Nachschub an Töpfen. Also da das heißt, man kann nicht mal, jetzt gerade wenn man fleißig ist, irgendwie dann Vorteil nicht, bringt gar nichts. Du hast eh nur 10 Töpfe, kannst du nicht mehr machen. Richtig also, oder nicht? Wie gesagt, die Töpfe bleiben da immer wieder stehen, aber... Was bringen mir denn 10 Töpfe? Wir haben schon Töpfe gemacht. Wie viele Töpfe haben wir früher gestellt? 150? Minimum. Ja. Was soll ich mit 10 Töpfen? Kannst du lauter reden? Jetzt, hallo? Besser. Was soll ich denn machen? Ja. Bierbaum fragt, ob die ein Schweißgerät kaufen dürfen. Wer? Bierbaum, das ist so einfach ein Kaffee, Schweißgerät. Also, für was wird der denn ein Schweißgerät? Dürfen die doch gar nicht kaufen? Ich hab keine Ahnung. Ja. Also dürfen die gar nicht kaufen? Ja.
Okay, was will er mit dem Schweißgerät machen? Ich hab keinen Plan. Ach, Mann, Alter. John Carson hat einfach einen. Aber warte mal, es gibt doch eh keine Camper mehr, ne? Doch. Ja, die jetzt im Moment schon noch. Ah, man kann die nur bewirtschaften, so war das, ne? Genau. Das heißt, man kann die nicht mehr aufbrechen. Anscheinend, ja. Kann sein, dass man die noch aufbrechen kann, aber. Das heißt, ich kann 1000 reinlegen, wenn ich will. Getestet habe ich es noch nicht. Ja, okay, weißt du was? Einfach für Neugier verkauft dir mal ein Schweißgerät. Wir wissen, was er macht. Okay, mach ich. Okay. Wem gehört denn diese Kolleenroute? Anscheinend aktuell noch niemanden. Ja, warum gehört die nicht uns, wenn wir die gefunden haben zuerst? Aber der Platz ist auch ein bisschen. Ist mir scheißegal. Also. Ist mir scheißegal. Warum gehört die nicht uns, ist die Frage. Das ist jetzt dein Wort. Ja, gut. Die Frage ist, was bringt's mit diesen 10 Töpfen? Was sollen wir damit machen? Das ist die Frage. Nix, unnötige Kopfschmerzen. Ja. Gut, wir können die Route aber trotzdem aus Spaß einfach zumachen, alle wegballern, die da hinwollen. Und sie dann verkaufen. Das hört sich geil an. Das können wir machen. Machen die zu, dann gehört die uns. Wer da hinkommt und sich nicht hier mit 500.000 Lizenz einkauft, ficken wir deren Arsch. Aber was bringt das denn, diese Codein? Ja, das ist ja das Problem. Ja, Codein ist schneller, ist rennen. Schneller das Messgerät nein, nicht? Nein, das ist besser. Genau, genau. Ja, Mann, das ist nicht der Weg. Aber bringt das nicht, also das ist doch sowieso unnötig ohne Joint, oder bin ich dumm? Nein. Das ist ja unnötig ohne Joint. Ja, weil Joint macht doch dann diesen Schwindeleffekt weg. Nee, oder bei Joint geht's dir gut. Also wenn du den rauchst, dann geht's dir wie jetzt, wenn du Alkohol trinkst und so. Das ist einfach nur so Partydroge quasi. Ja genau, Joint ist nichts. Ach so, also du hast ja, bei den Drogen drauf. Gar keinen Effekt. So. Doch, nur bei Joint Drogen nicht. Ja, nur beim Joint nicht. Nur das Joint ist, nicht, Bruder. Ich glaube, der Joint wird dafür benutzt, dass man quasi sich noch besser fühlt. Also wenn man quasi ein Joint raucht und dann ein Codein sippt, dass man das dann ist doppelt, doppelt genau. Ist. Nein, aber Codein brauchst du nur einen einzigen und du bist wieder komplett. Ja gut, aber dann vielleicht für Weste zum Beispiel. Aber muss man mal testen. So, man hat früher war Koks genommen oder so. Dann ja, hast du aber so das ist voll Salat. Dann hast du Joint genommen, dann war die wieder. Nee, du musstest eine Droge nehmen, damit die anderen Drogen nehmen. Stacken. War das früher? So haben die das gemacht. Ja. Da musst du erst eine aber ziehen, damit die anderen. Ja. Bescheid. Haben wir irgendwie Sturmgewehre? Nur 10 Stück. Kann ich eins haben? Für was? Route verteidigen. Was? Wegen der Route. Guck mal, du hältst die Fresse und das nächste Mal, wenn du was einbringst, aber was Sinnvolles. Wie heißt damit, Kimo, ne? Was für eine Route jetzt auf einmal? Sag mal, was für eine Route. Hä? Entweder, ich weiß nicht, ob ich taub bin oder du hast doch gerade gesagt, du bist nicht taub, du bist ein bisschen dumm. Das ist ein Unterschied. Wir haben doch gerade darüber geredet, ob wir die nehmen oder nicht. Haben wir das nicht gerade besprochen? Was hast du gesagt? Haben wir einmal. Wir haben einen Tisch, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, kann ich mir auch mal die Hand in den Arsch reinschieben, wenn ich will. Weißt du, was ich mache? Ich frage euch doch. Die Frage war doch, ergibt Sinn, diese scheiß Route zu nehmen, wenn da mit 10 Töpfen da, wow. Bei mir keine andere, so lange können wir machen. Einfach aus Spaß. Einfach aus Ego, aus Macht. Gut, Moment mal, wenn wir die Route jetzt, woher wissen wir denn, ob die jemand gehört oder nicht, wenn wir die jetzt beanspruchen? Müssen wir das bei jemand melden, Alper, bei diesem, wie heißt der, Mr. Miyagi? Ja, bei ihm, genau, bei ihm ist es. Hä? Ja. Habt ihr die Nummer von dem? Ja. Ach, dann weg. Gib mir mal eine Nummer von dem. 1187. Der hat sich versprochen, der will doch einen Aktenchanger, kein Schweißgerät. Was ist dasselbe? Der Lügner. Ja. Wie heißt der genau? Liung Xing Zung. Hallo Ling Ling. Genau so. Hallo Ling Ling, Richard Beiße hier von den Cousins, grüß dich. Oh, Litschi Beiße, bestel Mann. Wie geht's dir? Ich hab schon viel von dir gehört, Ling Ling. Sehr gut, wie geht's dein Männel? Wunderbar, wunderbar. Die haben mir gestern erzählt, die haben ein Treffen mit dir gehabt. Richtig, ich hab Lieferung machen mit deinem Menel. Ja, beste Leute. Ja, richtig, richtig. Die haben ja einen Teil der Route gefunden. Hast du neue Route gefunden? Kein Problem, willkommen. Ja, pass auf, hast du Zeit kurz, dass du vorbeikommst? Kein Problem, bist du zu Hause? Zu Hause, komm zu mir. Kein Problem, willkommen. Alles klar, wunderbar, Lingling, bis gleich. Bis gleich, Litschi. Tschüss, tschö. Genau so, mein Gut, Bruder. Gut, Lingling kommt jetzt vorbei hier, wir klären das. Okay. Der hat gefragt, hast du eine Lute gefunden? Was ist eine Lute? Lute? Eine Nutte. No. Weiß nicht. Luti. Wenn er welche hat? Ich würde einen nehmen. Ich glaube nicht, dass er welche hat, ja. Ganz ehrlich bin. Wahnsinn, 19 Leute sind wach. Puh.
Anik. Anik. Monster gesagt. Matteo. Ne? Der Colt sitzt locker. Sobald dir einer auffällt, der ihn nicht auftaucht, töten. Ja, wir haben natürlich gerade auch einen Platz frei, ne? Wir haben auch einen, der Malta ist. Ja, ja, klar. Also, halt... könnt ihr mir komplett schreien. Was ist ja, eigentlich mit dir? Wie, du hörst mich so leise? Ah, jetzt besser. Oh, Mann. Jetzt. Stimmt. Ich auch mit zwei Leuten, die... Die waren seit 2 Monaten, keine Ahnung. Bruder, weißt du, wie oft ich es gemacht habe? Ich glaube das schon. Was stimmt, soll ich doch machen, Bruder? Das nächste, was ist, ich muss da hinfahren. In Real Life mich mit den Leuten treffen, haben wir nachher. Was soll ich machen? Ja, wir wissen es doch. Also, es war trotzdem schade einfach. Guck mal. Das mit Upred kommt guck mal, wir machen so. Fix Upred seine Mutter, einmal. Guck mal, ich klär das nochmal. Ich klär das nochmal und ich mach nur einmal richtig Druck. Und ich will einfach ein Ja oder Nein, weil wenn es nicht geht, sondern einfach sagen, dann ist okay. Dann ja, geht das ist es ja, weil er fragt mich schon jeden Tag. Ja, ich weiß ja nicht. Weil es wurde nicht Nein gesagt, sonst hättest du euch ja erzählt. Ja. Ich mach nochmal Druck heute. Vielen Dank. Dankeschön, Generalmann, das ist der Weg. Dankeschön, das ist der Weg. Der Weg sorgt, dass hier mehr wie 19 Leute aufstehen. Bruder, bevor wir diese Liste klein hatten, hier jeden Tag musste 5 Leute aussetzen, ja, meiner Meinung. Finden Sie 25 klein? Was? Ja, klar, natürlich, Bruder. Bei den Leuten, die wir haben, brauchst du 10 Leute Puffer, damit du mehr volle Liste hast. Aber das ist ein Dreckiger. Ja, schon eigentlich. Schick mal einen vor ins Tor, dass er die Dings reinholt, da diesen Lingling. Ja, Schwester? Ihre Nummer? Entschuldigung. 564. Wunderbar, Cola ist gut. Cola. Mensch, war ich durstig. Ey, warum ist denn diese Müllfamilie in dieser Stadt nicht in der Lage, mal eine Tafelrunde zu machen, wenn sich diese ganze scheiß Stadt geändert hat? Diese Fische hier. Denken alle, die wären krasse Zwölfer, diese Schwanzlutscher. Genau. Genau das denke ich mir auch generell. Oder das sind Fische, Fische. Laufen wir durch die Gegend, haben wieder riesen Intrigen am Start. Können nicht mal eine Tafelrunde machen, damit man diese Geschäfte bespricht. Keiner weiß, was abgeht hier. Diese Maniacs. Komm, ich rufe den Anführer der Maniacs an, Breitenberg. So viel ist, kann man bis Donnerstag sein. Maniacs. Anführer der Maniacs. Jetzt müssen sie sagen, ja, Maniac. Einmal so auf meinem Telefon. Einmal so beleidigen und danach Krieg machen, verstehen Sie? Währenddessen vielleicht anspucken oder so. Der ja. Geht nicht dran. Der hat Angst. Genau so. Breitenberg-Apparat, hallo. Richard Beiß am Apparat, ja. Hallo. Beißer, Sie melden sich auch mal, wie schön. Schön, dass Sie auch mal wieder da sind, Breitenberg. Wo sind Sie denn? Verdammt nochmal, wo steckst du? Beißer, kommen Sie mal dazu, das ist auch interessant für Sie. Wo wir sind 8157 auf dem Baugelände hier. 8157, ich komme hin. 8157. Ganz oben. Ich versammle gerade die Cafés und drücke Ihnen gleich eine Ansage, weil die gegen Familien schießen. Alles klar, wir kommen dahin. 8157, ja? Genau, kommen Sie mit wenigen Leuten, nicht mit der gesamten Familie. Nein. Bis gleich. Corona Lady machen wir das. Das ist diese Baustelle am Büffelpark ganz oben. Ja, allein von dem Blut. Ihr General Yong Bong Dong ist er. Liu Su, Arschloch. Hallo, General. Oha. Was ist das für ein Penner? Lingling, grüß dich. Namaste, mein Bruder. Hallo, General. Wie geht's dir, Lingling? Bestens, danke. Ich hoffe, es ist kein Problem. Meine beiden Arbeiter auch dabei. Natürlich, Salut an die Arbeiter. Grüß Salut. Euch. Die sehen aus wie Arbeiter. Lingling, ich habe ein paar Fragen, wichtige Fragen ums Geschäft. Okay, kein Problem, hau los. Meine Leute haben ja schon, wie heißt die, Codein? Liktig, ja, Codein. Richtig. Genau. Jetzt ist die Frage, gehört diese Route denn jemand, Lingling? Was Sie wissen, noch niemand will beanspruchen. Ja. Jeder will nur Lute, was geht. Ja, ich will die beanspruchen, aber. Was? Dann mach tickt. Ist das richtig, dass ich dir da Bescheid gebe, Lingling? Du musst du nichts mehr Bescheid geben. Mach Lute, dick, Scheißlauf. Okay, hey, das boy, ist die Info, die ich... Hey, Lingling, was mit 50 Cent hier? Warum macht er meinen Leuten Angst, Bruder? Was los? Hey, Kollege, sorry, Litchi. Haben wir irgendwas falsch gemacht, Lingling? Sag das. Wir sind Freunde hier.
Guck mal, Purple Lose. Oh, du hast Stoffklingen von ihm. Aufpass, er kickt. Er macht nur Pool. Ist Bliff. 50 Cent. Woher? Oh, das ist Bliff. Boah, man ist ja auch drauf. Kannst du besser sehen, Farbe, liegt dich. Guck mal, das. Guck mal, hier im Mund lassen. Wunderbar. Und hier schön. Der Litschi, ich habe auch Flagge. Ja, mein Besser. Warum viele von deinen Männern immer laufen mit Lotte Anzug rum und nichts in Schwarz? Mit was laufen die rum? Mit Lotte Anzug und Affenmaske. Gestern auch. Mit Raub-Outfit? Keine Ahnung. Affenmaske, so. Lotte Anzug. Ey, zieht mal alle eure Masken an. Komm, wir machen mal einen Test. Alle Masken anziehen. Komm, zieht mal eure Masken an. Hm, nett. Hat meine schon auf. Was mit dir? Nehmen Sie mal ab und wieder. Jetzt muss. Ah, okay. Er ist die Schönling von dieser Familie. Was ist das denn, eine Swinger-Club-Maske, Digga? Warte mal runter. Bist du gewesen im Swinger-Club, Unicorn? Phantomas. Davon habe ich geredet. Was haben die gestern, Lingling? Was haben die gehabt gestern? Was? Weiß ich nicht. Flank ist dabei gestanden. Einer ist gelaufen mit lauter Anzug. Hier. Keine Ahnung. Ja, so, wir haben gestern Abend Human Labs Raub gemacht und haben wir Raubanzüge angehabt, Lingling. Ah, Leute. Wie, habt ihr kassiert? Nein, niemals. Ja, wie viel? Ah, pass auf, Lingling, schau, meine Leute sind so krasse Räuber, die haben gestern Abend, damit du auch weißt, dass wir gute Verbrecher sind. Wie viel haben wir gestern Abend verdient, Männer? 150, 60 Stück. 100, 150 haben wir. Nein, 100, wirklich 50, 60 Stück ungefähr. Wie viel Dollar haben wir verdient? Ja, wie viel Dollar? 150.000, sehr gut. 150.000, das Peanuts. 150 stark. Wie viele Leute sind gestorben und sind beim Notfallmedizin aufgewacht? Onkel, alle. Alle außer ich. Hörst du, Lingling? Ich hab die krasse Räuberbande. Haben 150.000 verdient, alle gestorben dabei, alle tot. Mag Minus von viel 100.000 oder so. Mathematik, nix, eure Stärke. Nein, Mathematik. Hey, Mathematik, ganz ruhig. Hey, nicht so Respekt. Hey, Lingling kann euch beleidigen, habt ihr verstanden? Aber Lingling, hast du Zettel dabei? Lingling, schrei mich an. Hast du Nudeln dabei? Nudeln, hab ich immer Nudeln. Hey, hört mal zu, hey, ihr haltet mal die Fresse jetzt hier. Was ist das für ein Likorisch, Digga? Was? Kennen Sie ein Likorisch? Gut, Lingling, ich entschuldige mich für meine Leute, die sind teilweise nicht zurechnungsfähig. Alles gut, alles Verrückte. Ja. Alles Verrückte, ich wollte Ihnen Bescheid geben, dass wir die Route beanspruchen werden. Was los, Bruder? Und erstmal dicht machen werden. Jetzt habe ich natürlich die Frage, wie kommen wir an Töpfe? Wie kommen wir an weitere Töpfe? Oder habt ihr erstmal 10? Oh, das habe ich Flink gestern schon erklärt. Willst du Elde für die Töpfchen, Muzel anstrengen, seine Köpfchen? Sehr gut. Ist chinesisches Sprichwort. Sehr gut. Musst du anstrengen, nee, willst du Erde für dein Töpfchen, musst du anstrengen dein Köpfchen. Klick dich, dann klickst du mehr Töpfchen. Genau. Ich sag immer Finger im Po, Mexiko. Kennst du den? Ist auch gutes Blickwort. Ich verwende immer bei Flau. Oh mein Gott, Baby. Ja, richtig. Alles klar. Lingling und deine Hoodboys hier. Vielen Dank für euer Kommen. Das sind alle Fragen, die ich hatte. Namaste. Ich wünsche euch viel Kraft. Und, oh mein Gott, Wabi. Ich hab doch gesagt, mach keinen Spaß. Das sind Jungs. Ich hab euch gehalten, die Fresse. Ja, du hast mir einen Onkel irgendwie, ich weiß nicht. Natürlich steht er. Salutiert vor den Brüdern. Habt mal Respekt. Salut. 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 Alles klar. Lingling, ich danke dir. Wir werden uns jetzt um die Route kümmern, damit du Bescheid weißt. Litschi, liegst du heute, weil Flank ist nichts da, die Lentnel. Was ist dein Statusnummer? Mein Statusnummer 564. Und kriegst du Glücksgeckse heute? Kein Problem. Lingling, wenn du sagst, Flank ist nicht da, ist wie eine Beleidigung. Das darfst du nicht zu laut sagen. Flank ist alt worden, er hat immer schlafen, den ganzen Tag. Was? Oh Gott. Wow. Der ist aktiver als alle hier zusammen. Wow. Flank ist echt alt geworden, ne? Flank. Flank. Hier ändern sich bei allem, was ich esse, die Farben. Alles klar. Der Glückskeks, sagst du mir, du fühlst dich glücklich. Wunderbar, jetzt fühlst du dich glücklich. Okay, wenn steht den Glückskeks, Hilfe, bin publik, jetzt Blank Blow. Blank Blow? Alles klar. Okay, kein Problem, mehr. Männers, vielen Dank fürs Kommen. Abend. Adios, amigos. Macht's gut, ne? Konnichiwa.
Ein paar Leute, Alper, mach mal ein Auto voll. Ein paar Leute, Goldketten, mal mitkommen. Der Rest bleibt hier am Anwesen. Oh, komm mit, ne? Alle Goldketten? Ja, die Goldketten können mitkommen. Auch Bronze? Keine Rage. Ich sag alle Goldketten, sind auch Bronze. Sehr gut. Ja. Teil niemand von Joltman Levin. Ich wollte brüderlich teilen, der hat das ganze Ding weggeraucht. Natürlich, Mann. Der ist schlimm als Harry. Aber der geht weg mit der Zeit, habt ihr gesehen? Der ist weg. Ja, ja. Das war immer ein Ding an zweimal gezogen, alle Levin gegeben, das Ding ist weg. Wunderbar. Holt mal ein paar Autos raus, jalla, beeilt euch mal hier. Ich dachte, wir wollen jetzt Slow Motion gehen. So. Für nein, nein, mach cool mal schnell, bevor ich in Slow Motion. Okay, okay. Oh, Stau, Stau. Stau. Hey Jungs, ich sehe Sachen in meiner Tasche, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Die Leute stecken mir immer Sachen zu. Wo habe ich das hier? Hallo? Warte, ich pack aus. Ich aussteigen? Aufpassen, hast du nicht mal eine Tür, Bruder? Rolla, hast du nicht mal eine Tür? Und was ist für Felgen? Ich fahr nicht mit deinem Wagen. Frechheit, mit dem fahr ich auch nicht. Ey, wen gehört dieser weiße Lambo? Ey, wen gehört der weiße Lambo? In meinem Auto, General, bitte nicht. Wen gehört der weiße Lambo, Alter? Wen gehört der weiße Lambo? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Frank, hast du ein anständiges Auto und nicht wie diese Penne hier? Ja, das ist meiner. Das ist deiner, Frank? Guck, ja. So, steig ein, mein Frankie Boy. Alper, raus aus meinem Wagen, bevor ich ficke. Raus aus meinem Wagen. Darf ich? Ey, Frank schiebt mich wieder rein. Frank will unbedingt, dass ich mitfahre, General. fahr ruhig mit. Alles gut, ich bin hier. Ey, Frank, hast du trinken die Verluste? Wenn ich jetzt aufsteige, bin ich tot. Ey, geh mal raus, Alper! Der sagt die ganze Zeit, fahr mit! Ach so, der darf jetzt, der ist ja gar keine Goldkette. Komm, steig ein. Gib mal ein Navi ein. Wohin, Rivera? 817. General, warum können wir nicht mitkommen, ja? Breitenberg meinte nicht so viele Leute, weil da sind schon ein paar. Sonst wegen Probleme. Soll ich dann bei jemandem einsteigen? Was ist mein Wagen? Hey, Ali, wir sind gleich wieder da, ein paar Minuten. Ach, das ist das Ding, General, das ist Ammunition Pack-Deck. Oder? Funk mal durch. Ne, der hat irgendwas mit Baustelle gesagt. 8, das 1, ist auf jeden Fall bei uns am Animas, bei uns am Animas. Ja, dann funk durch, dass die Jungs alle zu Animas gehen sollen, sollen da warten. Ich hab gesagt, du hast Duschfunk, du Maniac. Ich bin da gerade bei, ich war nicht im Funk. Ja, warum hörst du dich nicht? Jungs, geht mal alle, die jetzt nicht mitkommen, zum Animas bitte, ja? Das ist beim Animas in der Nähe. 8157. Oder 75. 8157. Okay. Okay, alles klar. Rocket League einfach hier. Bitte? Oder? In welchem Film kommt dieser Lambo vor? Auf, wer ist der Schnellste? In welchem Film kommt dieser Lambo vor? Auf geht's, wer weiß es. Wissen wir noch nicht, Levin, ob wir ganz nach oben müssen. Hallo. Entschuldigung, Litschi, ja, eine Sache genug. Ja. Aber deine Männer wissen eigentlich eh schon. Töpfe, nichts aufstelle, auf Straße und in Läume, wo du kannst nichts lang gehen. Alles klar, das wussten wir, das wussten wir. Ich danke dir, Lengling. Alles klar, schönen Abend. Schönen Abend. Irgendwo Baustelle ganz oben, hat er gesagt. Anscheinend, ja. Einer soll mit einem Heli hier zur Baustelle kommen, dass er uns hochfliegt. Wir sollen da hochkommen. Ist einer mit Heli, hey, soll mal zur Baustelle kommen, der soll uns mal hochfliegen. Das ist eine gute Frage. Wie kommt man denn hier hoch, Alter? Klettern wieder. Das ist eine interessante Frage. Frage. Ah, mit Kran können wir hoch, oder? Nö, nee, doch nicht. Nein, ne. Nein, nein. Vorne den gelben Kran, glaube ich. Warte, ich muss mal metern kurz. Komm einer mit Heli schnell hierher zur Baustelle. Die wirklich ganz oben, Digga.
Baby, kletter hoch. Der einzige, ich nehme ihn richtig ernst, aber dich nicht ernst, du Nullnummer. Okay. Das ist was anderes. Ja, ist euch, so. Das werdet ihr am Ende klären. Aber, Mahone, ich sag Ihnen das hier und jetzt. Ja. Sie halten sich von Café Libanon fern. Sie halten sich von Café. Ey, eine soll mit Heli herkommen. Die sind ja, hab ich schon gesagt. Die kommt gut. Der Rest chillt hier, da ist eh nichts. Schönes Bild hier. Wird mal Zeit wieder für Social Media Präsenz hier, verdammt nochmal. Was? Was denn? Was geht ab, ihr Luschen? Was macht ihr da? King heißt ich einfach wie behindert. Ich bin so ein Dummkopf, ne? Ich heiße aber King. Ich wusste gar nicht mehr. Ich denke gerade, King? So ein Schwachsinn. Cool, Gerd. Ah, herrlich. Hier, Back. Boah, guck mal hier, Mashallah. General, Helikopter ist da? Ja. Danke, Baby. Ey, lass den General vor uns sitzen. General, wie fliegt man denn ganz hoch? Steig mal du aus, ich brauch da um keine. Steig mal aus, Fedat. Hey, Jungs. Komm rein, Fedat, komm. Steig ein, dann nimm noch einen hoch. Auf, rein. Schließ mal das Auto ab, ne? Oder, ey, ja, Fedat, ey, eine oder? Soll das Auto mal weg, ey, die Bullen. Eine soll mal das Auto wegfahren. Frag mich mal. Ist dieses Café-Gespräch vorbei? Ich hab keine Ahnung, wir sind ganz oben anscheinend, Bruder. Wir kommen mal eine. Bruder, wir haben Heli geholt, damit wir da hochkommen. Das weiße Lambo. Ja, nimm den mit. Das ist ja geil. Flieg hoch. Aber lass doch einmal diese Schwester mitkommen, ja. Kommen Sie doch mit, warum bleibt ihr hier? Die soll doch herkommen. Richie, kannst du mich gleich mitnehmen? Ehrlich. Ruf die Asira her. Wen? Baba, Bruder. Na, ist zu spät, aber schon ja, weg. Komm. Aber die haben alle schon, glaube ich, jemand auf dem Dings, Bruder. Ja, ich meine, nach. Wir kommen gleich runter. Ja, die holen dich. Ja, danke dir. Wer hat gerade mit mir im Heli Angst gehabt? Wie crazy, wer war das? Ja, Armo. Also, ich hatte Angst, bin ganz ehrlich, ich hatte Angst. Wallah, billah. Bruder, vertraue ein bisschen, Bruder. Ja, Bruder, vertraue ist gut, Bruder, aber. Ich hab gar keine Ahnung, wer ich bin. Halt die Fresse. Wo sind die denn hier? Da. Hier kann man gar nicht hochklettern. Oder willst du hier hochkommen, ja? Ja. Ganz oben, Baustelle. Okay, perfekt, Alter, was ist das denn? So, ihr seid noch ruhig hier. Sie können doch nicht einer Familie sagen, machen sie das oder das. Oder? Mach mal Rettungsfunktion mit Levin. Nein, ich hab ihn ein Deal angeboten. Ihr kauft für eine halbe Million Waffen ein und ihr seid dazu nicht imstande, irgendwie 100.000 auszuzahlen? Ich habe ihm noch ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich bin bereit auszuzahlen. Sagt die anderen Parteien, die sollen sich einmal raushalten, damit wir unser Geschäft nachgehen können. Dann haben wir die Auszahlung nachgehen können. Anders geht es doch nicht, wenn jeder kommt und ballert. Hören Sie zu. Und damit auch jeder sich da raushält. Was? Loco. Ja, hast du richtig gehört. Nee, Blanky. So was haben sie in ihrem Leben noch nicht gehört. Aber ihr kommt doch jedes Mal, dann, wenn ihr schon... Wann haben wir mit euch geschossen? Ihr seid doch achtmal gerade eben reingekommen, oder nicht? Sei mal ehrlich. Drei Cafés haben sie zusammengetan und die Mäder gestürmt. Und Rivera stellt Forderungen an Rivera. Mehrmals? Tamam, jetzt habt ihr auch Lektion erteilt. Was sagen die dazu?
Ich hab reicht dir doch gerade gesagt, ich will nicht. Und was sagen die dazu, Breitenberg? Das macht doch nicht ganz so gut. Jetzt hab ich ihnen dafür gesagt, dass ich nicht bei Kagel entschuldigt. Dann lass uns doch, ruf ihn mal an. Ich hab den Café jetzt gesagt, wenn die zusammenarbeiten, mach ich sie alle fertig. Jetzt geht es nur noch um Mahon. Und ihr macht die ganze Zeit weiter. Aber ich sag dir, Mendes hat auch übertrieben. Mendes fordert 500.000 von Café. Von jedem? Ihr habt gestern ausgezahlt. Ganz kurz, ganz kurz. Nee, von Mahon. Ihr nicht? Digga, ist das eine Tafelrunde? Woher kommen eigentlich die ganzen Familien hier noch? Dennis, bist du nicht mit zu Sergio Mendes? Nee, du, ich meine nicht dich. Ich meine Kafkas. Ich hab Breitenberg angerufen, weil ich fragen wollte, wann es eine Tafelrunde geht. Die ganze Stadt ist auf Kopf. Der Heli steht da. Wir brauchen eine Tafelrunde. Eine Tafelrunde wäre gut. Ja, ja, geklärt, oder? Ja, geklärt, weil ihr gelutscht habt. Lass uns das mit dem Café klären, dann machen wir die Tafelrunde. Jawohl. Dann können wir genau hier bleiben eigentlich. Alles nur sehr kompliziert, hier hochzukommen. Das ist genießt euch mal ein bisschen. Genießt euch mal ein bisschen. Hallo, entspannt euch mal. Alles gut. Entspannt euch mal. Oder nicht? Wie soll man ihren Ton in den Griff kriegen, mein Freund? Okay, also du möchtest, dass das Café Aslak dich in Ruhe lässt. Warum greift das Café Aslak dich an? Nein, Aslak mache ich. Nein, das ist eine eigene Sache. Einfach Hemmschuss, die Familie soll mich in Ruhe lassen. Fertig. Café Aslak und Hemmschuss ist doch eins. Oder beschwöre ich das falsch? Nein, das ist nicht eins. Nein, das ist es nicht. Wir machen das gerade zusammen, ja. Ich muss den Mahon beruhigen. Ich verstehe gar nicht, warum Mahon zu dir kommt und von dir fordert, dass wir dann... Hier, gerade eben. Du hast drei eigene Mahon. Ich sag ja, ich kann da nicht aufzahlen, weil ich keine Einnahmen habe, weil ich jeden Tag von drei verschiedenen Parteien geradet werde, ohne Grund. Dann klärst du deine drei Sachen heute Abend. Dann klärst du das mit allen Parteien heute Abend. Wir sind doch hier, wir sind doch hier. Wir sind doch hier. Also verstehe ich das, warte mal, verstehe ich das richtig? Nein, ganz kurz. Okay. Du möchtest auszahlen, aber Mahon du wirst von Familien gestört. RP-technisch missgehen ein richtiges Opferleid. Richtig. Ein guter Typ, ich mag ihn sympathisch, aber RP-mäßig sein Char, er ist ein Opfer, Bruder. Weil ihr dafür gesorgt habt, dass das alles aus eurem Affekt passiert. Er ist ein Opfer, Jungs. Und aus dem Nichts. Als ob ich gesagt habe, ich gehe jetzt zu euch, kommt mit Erbschuss, ich gehe mit euch an. Ihr seid so frech, kommt her unter meinen Eiern. Ich kam nicht von mir auf euch zu. Ich habe nur reagiert aus den Aktionen. Opfer, da kann ich sagen. Und das ist etwas, was ich nicht gemacht habe. Ihr macht mich zum Mund von anderen Leuten. Geist, sagen wir mal so. Mehrmals das stimmt ab. Nicht damit. Am Unterkommen. Soll ich gleich die Schatten lassen? Alles, was du bist ein bisschen desorientiert. Ist im Bach untergegangen. Kann das sein? Das Ganze weißt, wird dir ein bisschen genau zu viel. Genau das, Sali, siehst du, das meine ich, Bruder. Du redest, Bruder, das bringt gar nichts. Guck mal, Blank. Er ist sympathisch, ich mag ihn. Stucci. Aber er ist ein bisschen blöd. Natürlich. Guck mal, ihr geht voll in uns rein. Aber Aslak Kaffee, wo auch euch zu Hause war, auf euch geschossen hat, das wird in Ruhe gelassen. Und ja, weißt du warum? Weil die das geklärt haben. Ich mach nichts, entspann dich. Du kannst doch nichts machen. Weil die das geklärt haben. Die kamen wie Männer und haben sich mit uns geredet. Okay? Ja, das ist und das Ding. Er ist ein bescheidener Geist. Mit dir kann man reden. Aber mit das ist anders. Café, weil dein Kaffee ist Müll. Okay? Ja, das ist deine Version vielleicht. Das ist schön und gut. Das Ding ist aber... Warum lachst du? Wer lacht da? Was für eine Alarmanlage. Mit dir kann man reden. Aber dein komischer Kopf von der Familie, der hat irgendwie, keine Ahnung, den Sinn zur Realität irgendwie verloren. Alter, hast du keinen Sinn? Hast du keinen Respekt für Sergio Mendes oder was? Hab ich nicht. Ja, aber das ist auch so, dir nicht leicht sind. Irgendwie mal Kali anrufen oder so. Alter, wir haben wirklich null Munition im Lager. Ich bin hier mit Breitenberg. Deswegen bin ich hergeflogen. Ich rede jetzt mit dem. Oh. Also, okay, perfekt. Dankeschön. Alles klar, ciao. Ja. Er wurde schon das vierte Mal hier oben umgeschossen, das ist unglaublich. Ja, aber er lernt. Wo ist Mahon hin? Aber auf eine Aktion folgt doch eine Reaktion. Warum lernt er denn nicht Mahon umgeschlafen? Mahon wurde vom Leichenwagen gepackt. Gut. Kaffee, Boomerang? Es ist euch untersagt, mit anderen Cafés gegen Familien zu schießen. Was ihr alleine macht, ist euer Ding mit euch und Rivera. Ich sage, wenn Rivera 100-150.000 vorhat, ist das fair. 500.000 ist auch in meinen Augen zu viel. Aber ihr seht, dass Mahon nicht dazu imstande ist, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Was ihr nicht wusstet, ist, dass auch ich heute von euren Leuten umgeschossen wurde, dass Lakika hier hinter mir, ein Kali-Ehrenmitglied, beleidigt wurde und dass auch ich beleidigt wurde von Mahon in seinem Wahn. Warum ich so großzügig noch mit euch umgehe und so geduldsam ist, dass ich diese scheiß Cafés in dieser Stadt nicht kaputt machen will. Ich bin kurz davor, alle Cafés in dieser Stadt zu vernichten. Und ihr seid der Grund dafür. Weil wir die Tore geöffnet haben für diese Dreckscafés, die in dieser Stadt nur ballern, als wären sie Familien. Benehmt euch wie Cafés oder rechnet damit, dass ihr in Kürze alle platt gemacht werdet. Also Breitenberg, ne? Breitenberg, Animas gehört uns, ne? Animas gehört uns, die benehmen sich, ne? Also nicht ja, alle Animas Cafés. Gehört da gar nicht zu. Ja, ich sag nur, die machen nichts, die Jungs. Ich sag gar nicht, dass ihr zu den Cafés Kusi, gehört, sondern ihr gehört zu den Lokalen hier, die man besuchen kann. Okay, wir haben wichtigeres zu tun, als uns damit zu beschäftigen. Blanco, der Rest ist Ihnen überlassen. Gucci, wenn Sie reden wollen, kommen Sie. Ja, bitte. Kommen Sie mit. Naja, nee, Mahon kann man nicht reden, ihr könnt gehen. Ja, dann geht das Ganze so weiter. An euch. Blanco, tun Sie. Boomerang. Ja?
Also wir haben keinen Bock zu uns kommen, sich bei Waldet entschuldigen. Wieso? Warum? Richie. Ja. Also es war, wollten Sie reden, mein Freund. Ja, komm zu Stück zu sein. Ja, ich wollte mal mit Ihnen reden, weil jemand anderen habe ich direkt Sie angerufen, und zwar die ganze Stadt hat sich geändert, Breifenberg. Alle Geschäfte sind neu. Alles ist anders, wie es vorgestern war. Und ich verstehe nicht, dass noch keine Tafelrunde. Ja, dann hat Kuschel bis morgen Zeit, damit wir das mal alles besprechen hier. Keiner hat Infos, keiner weiß richtig was. Jeder hat nur so Halbwissen. Da ist er doch. Verstehen Sie, was ich meine, Breitbeck? Sehr wichtig, eine Tafelrunde. Ja. Aber gut, es fehlen ein paar Leute, die heute nicht da sind. Also, Whisky, Mr. Bitcoin fehlt. Ja, dann lass ihn das jetzt schon direkt machen mit der Entschuldigung bei euch, weil. Sie sind da. Also, es sind schon einige, die Hälfte ungefähr ist da. Aber es fehlen einige auch wichtige Personen. Und das Ding ist, es müssen auch einige wichtige Entscheidungen noch getroffen werden. Hey, warum, ey, wer bist denn du? Wir reden hier, was unterbrichst du denn? Ich wollte nur fragen, ob wir fertig sind. Aber warum unterbrichst du, Bruder? Warte mal, bis wir fertig sind, dann kannst du reden, Bruder. Emilio ist auch ein Mensch. Ja, okay. Da hat er recht, Emilio. Aber Emilio ist ein guter Mann. Ich weiß, darum geht's nicht. Um Gott, das ist ja nicht böse gemeint. Nur, wir reden gerade, das ist sehr wichtig hier. Soll ich euch Privatsphäre lassen? Nein, aber verpiss dich einfach ein Stück. Aber guck mal. Selber lachen. Also. Mal nicht im Recht ist. Es müssen noch einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Er lacht selber, Chat. Da, teilweise schon alle gefunden. Manche Routen müssen jetzt angefangen werden. Entweder wir könnten heute Abend die Tafelrunde machen, aber es bringt noch nichts, da noch nicht alle Routen in allen Händen sind. Ja, wir haben zum Beispiel eine Route jetzt genommen. Die Codein-Route. Mauern schlimmer jetzt bitte. Ich habe keinen Respekt, habe ich gesagt. Wo ich ihn beleidigt habe? Codein-Route. Ey, Mauern, schrei mal nicht. Ey, Mauern. Ey, Mauern, schrei mal nicht. Ich will dich nicht beleidigen. Bitte, Mauern. Ich mag dich. Bitte, schrei. Breitenberg, Richie, für euch auch. Das Video ist komplett unten verteilt, ja? Okay, wir auch. Alles klar. Breitenberg, sag Bescheid, damit wir kurz quatschen. Weil, wie gesagt, wann immer ihr wollt. Nur, wir müssen auf jeden Fall reden. Also, ich würde sagen, lassen Sie mich noch die restlichen Routen ein bisschen verteilen mit den Familien, dass wir mit ein paar Familien quatschen und dann eine Tafelrunde machen, dass wir auch mit dem sind, weil sonst sind wir in der Tafelrunde. Ich weiß, und dann fehlen einige Routen, die noch offen sind. Ich weiß. Genau. Da sind die Machtverhältnisse nicht klar. Also, zwei Sachen, damit Sie Bescheid wissen: Wir haben gerade die Codein-Route gefordert, weil wir die gefunden haben. Und dann soll er sich Breitenberg, noch viel wichtiger: Wir müssen Munition kaufen. Wissen Sie, wie lange wir keine Munition bekommen haben? Weil einfach sehr schwer die Leute erreichbar ist. Ja, ihr müsst einfach nur mich anrufen, kriegt ihr Money. Ja, die Leute, die ich im Handy hatte, Bruder Lakika, da weißt du, ich hab dich versucht gestern anzurufen, war keiner von euch da. Keiner. Also Eli meinte, ihr verkauft nix. Genau, erst wurde uns gesagt, machen Sie das bitte mit pass auf, ja. Erst wurde gesagt, ihr verkauft nix. Und daraufhin habe ich dann versucht, dich zu erreichen. Hier Lakika, gestern 21 Uhr habe ich versucht, dich anzurufen. Ja, okay, 21.13 Uhr, ja. Genau. Ja, können wir machen. Gustavo wurde gestern die ganze Nacht geknackt. Okay, Lakika, ich schicke einfach einen von meinen Leuten zu dir, dann könnt ihr das machen. Sag mir, der soll mir sagen vorher, wie viel, und dann packe ich das alles zusammen. So viel, wie es geht. Wir haben null. Null, ja, okay. Null. Ja, wir sind transparent. Strengter? Was hast du, Breitenberg? Ich habe ein Geschenk für Sie. Ja. Richie. Ich habe heute mit einem Bediener gesprochen, der sollte für mich einen Kaffee stürmen. Ja. Und er meinte, was kriege ich denn dafür? Dann habe ich ihm verraten, dass die Cafés wie Familien agieren. Er hat mir dafür auch einen Gegenzug, da habe ich auch was verlangt. Er hat mir verraten, dass eine Familie Molotow-Cocktails produzieren kann. Da habe ich gesagt, wie produzieren? Er sagt, ja, die können das selber herstellen und die verkaufen das. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, wer? Und er meinte, die ziehen sich schwarz an und tragen Ketten. Er meinte, euch. Aber dann müsst ihr euch einfach mal beugen. Ich weiß nicht, wie und wann diese Information durchgesickert ist. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass ein Schwarzmarkt existiert, aber die wissen, dass sie Molotows verkauft. Ja, das kann sein. Wissen Sie noch, wie der Cop hieß? Weil ich habe letzte Woche, ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern, habe ich bei einer Dame, die ich vorher beglückt habe, Molotow ins Fenster reingeworfen. Es könnte natürlich sein, dass es seine Mutter war. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Molotow rumgeworfen letzte Woche bei Breitenberg. Ich weiß es nicht. Ich weiß den Namen ja nicht. Aber vielleicht weiß er deswegen, dass wir Molotow-Cocktails besitzen. Ja gut, aber auf jeden Fall wissen sie nichts vom Schwarzmarkt. Die wissen nur, die denken, ihr stellt Molotows her und verkauft die. Ihr müsst vorsichtig sein. Ja, tun wir auch. Gut, ich wollte euch nur warnen. Brauchst du Molotows, Breitenberg? Ich schenke dir ein paar. Ich bring dir ein paar vorbei. Aber die funktionieren, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, oder? Doch. Aber die ganze Bude von der alten Fotze hat gebrannt. Was will die funktionieren nicht, Breitenberg? Hast du irgendwelche Ex-Weiber, die du schnell aus dem Weg räumen musst? Zack, einfach so eine Whiskyflasche ins Fenster rein. Wunderbar. Sehr gerne. Alles klar. Dann nehme ich das Geschenk, danke dann. Ich lasse die vorbeibringen, meine Jungs kontaktieren Lakika wegen der Muni und eine Tafelrunde war sehr wichtig. Mendes kommt jetzt her. Du kannst ihm das ins Gesicht sagen, okay? Oh, Mendes kommt her, wunderbar. Jetzt ihre,
die jetzt ihre Routen beanspruchen, dann können wir die Tafelrunde machen. Entweder heute Abend oder morgen Abend. Alles klar. Ja, wir brauchen noch ein paar andere, die noch dabei sind. Sie wissen Bescheid. Ich weiß, es geht nicht nur um die, es geht auch darum, dass mit den Routen, das ist noch ein bisschen zu früh für eine Tafelrunde. Vertrauen Sie mir. Ja, nein, dass wir einen Überblick, ja, natürlich, ich glaube Ihnen. Ich sage nur, dass man einen Überblick bekommt, weil man weiß jetzt gar nicht, gehört die jemand, gehört das jemand. Das kann man machen. Das meine ich, einen Überblick zu bekommen, was ist jetzt hier, was ist Sache. Darum geht's. Dann können wir das heute machen. Alles klar, sagen Sie einfach Bescheid. Das ist kein Problem. Alles klar. Wenn nicht, wie gesagt, ist doch nicht stressig, können wir auch morgen machen. Alles gut. Doch ein letztes Mal demnach, was Sie gesagt haben, anstatt dass Mahon sagt, nein, mache ich nicht. Dann perfekt, wenn der Dings jetzt hierher kommt, den brauche ich auch. Den Richie. El Patron, ja. Also ich mache das mit Frank, ihr kriegt 2.500. Damit wunderbar, dankeschön, mein Bruder. Vielen Dank, Lucky Car. Sehr gerne. Gut, dankeschön, perfekt. So, komm, lass mal noch hören, wie die sich hier gegenseitig beleidigen, diese ganzen Milchaufschäumer, Espresso Macchiato. Ich find's halt nicht geil, wie es mit Mahon abgeht. Mahon entschuldigt sich zweimal, Farud Ben kommt ins Kaffee, drückt Ansagen, es kommt Zivilisten, drücken Ansagen, entschuldigt sich zweimal und irgendwann ist doch gut. Und dann kommt halt Mendez und er schießt uns erstmal alle und dann sollen wir uns entschuldigen, so. Beschwer dich gleich bei ihm selber. Wir drehen uns doch gerade im Kreis. Im Endeffekt wiederholst du das, was du die ganze Zeit schon sagst. Und ich sag dir immer wieder, wie es heißt. Oberteil, Oberteil. Wie es rüberkommt, weißt du? Ich meine, es ist doch einfach. Ja, jetzt, genau. Wenn Mendez das sagt, und du das machen sollst, dann machst du es einfach. Ja, ich hab schon immer gesagt, ich bin nicht der Vater von Mahon. Okay, Mendez mal daneben gestellt. Aber guck mal, wenn ein Gashi und ein Hemmschutz das mitbekommen, ne? Wir haben Ärger mit Rivera. Janne, wo zieht das auch an, dass ihr auch reinkommen müsst? Ein auf dem, wir werden eine Bedrohung für alle Familien. Warum lässt ihr nicht erstmal Rivera machen und denkt ihr, lass sie machen und dann gehen wir rein? Bruder, ihr kommt alle zeitgleich in uns rein. Warum? Warum? Was das meine ich. Die ist zeitgleich. Warum? Warte mal, die Frage. Hat er dich abgeseilt gerade? Hat er abgeseilt? Ja, der hat dich abgeseilt. Mein Gott, der hat sich einfach... Hä? Der hat sich einfach abgeseilt. Das ist crazy. Ich dachte, erst die Bullen stimmen, die Scheiße. Ja, Jungs, wollt ihr auch mal euren Mahon dahin bringen? Ha, hört man mich? Nein, man hört dich nicht. Ja, man hört dich. Ich mag ihn gar nicht irgendwie. Was war jetzt passiert mit Mahon? Rastet Mahon wieder aus? Nein, er rechtfertigt sich halt. Das sind keine Ausrasten. Ezeki, hey, also Richie, ich könnte glauben, Mahon ist ihr Sohn oder ich bin so. Der ganze Nachhinein die Ausrasten. Ah, stimmt, Bruder, stimmt. Ja. Was sagen Sie, Breitenberg? Was ist der Mann? Mein Sohn? Ich hab das Gefühl, Mahon ist ihr Sohn, kann das sein? Ja, das kann sein, ich hab einige Bastarde. Was heißt das auf das Temperament? Das kommt Bastarde heißt einfach, Eltern waren nicht verheiratet, als wir ihn gezeugt haben. Glaube ich. So. Nein, heißt nicht. Kann jetzt mal geredet werden, ohne irgendwie in meine Fresse geballert zu werden? Wie sieht es denn jetzt aus, Mahon, zwischen Ihnen und Rivera? Ne, keine Ahnung. Warten auf Mendez. Mendez hat gesagt, er kommt jetzt. Mahon, eine Frage, mein Bruder. Du weißt, ich mag jetzt dich, hier. Ne? Weißt du, dass ich dich mag? Ehrlich jetzt. Ich mag dich auch, Bruder. Und ich ehrlich. Sag dir als der Bruder, mach mal diese Kaffee zu, diese Rotze. Mach mal Familie. Was ist das für Scheiße hier, Bruder? Ey, ah, dann Scheiße. Dann mach Kaffee, Bruder. Sorry. Nein. Richard hat nicht unrecht. Ich könnte jetzt Familie, wenn ich wollen würde. Das ja, was Ziel machst du da, Bruder? Du bist doch kein Barkeeper, Bruder. Willst du mich verarschen? Bin ich auch nicht, Bruder. Bitcoin, Bruder. Und der will das oder keine Ahnung. Ja, er entscheidet. Hat er dich dahin? Hat er dich dahin diktiert, oder was? Er hat mich dahin gezwungen. Ja, gut, dann ja, du bist dein Sohn. Was willst du? Dann muss ich, Bruder, mach. Dann bleib Barkeeper, Bruder. Ach, Richie, Bruder. Wallah, wenn du so. Ich will bei dir mit Liebe so entschuldigen. Warum? Weil du für mich ein Mann bist, Digga. Für, Bruder, du bist ein Mann. Ich bin Whisky gekommen. Sei ruhig, sonst kriegst du keine Waffen, nix. Mann, dann krieg ich sowieso nichts, Digga. Der. Ja, Mendez, der läuft schon auf dich zu, mein Lieber. $200.000, dass ich abgeknallt werde. Safe, egal was es ist. Egal, ob ich nett bin oder sonst was. Pass auf. Okay, okay. Pass auf. Sogar wenn ich nachsichtig bin. Pass auf. Okay. Das ist gut. Aber wir zählen. Ich rede leise. Wir zählen auch so Sachen, wo man sagt, okay, dafür muss man nicht abballern. Okay, so ja, ein paar Piekser ja. Ich bin fair. Du kannst okay, pieksen, okay. Aber ich bin fair. So ein paar Piekser will ich auch machen, aber so, nee, wo man sagt, okay, Digga, dafür will ich nicht. Okay, Breitenberg ist Zeuge. Ich bin Zeuge, 200.000 habt ihr gesagt. Sehr gut, ja. Genau. Also, wie gesagt, wo man sagt, okay, Bruder, das ist übertrieben, ja, ne, wofür ballert der hier? Hey, Mahon, du Köter, wie geht's dir? Hey, mir geht's gut, Mexiko, wie geht's dir? Finger im Po. Was schreist du hier rum, du Pendejo? Ich schrei rum, weil ich's kann. Ach ja? Guck mal, was wir können. Hört ihr auch noch dazu? Hier. Hey, Mendez!
Der kommt gerade zu mir. Du läufst auf und zu. Du läufst auf und zu. Mahon kommt zu mir und sagt, Richie, $200,000, der schießt mir direkt die Fresse weg. Ja. Ich sag, wette immer mal. Der wusste, wie sie reagieren. Der wusste schon, du ballest die. Was diskutiert ihr mit diesem Pendejo überhaupt? Ich bin nur hier, weil ich dich erwischen wollte, Breitberg. Ich habe mit dem ganzen Zeug ja nichts zu tun. Ach so. Also, Menders, hören Sie zu. Ich habe den Cafés gesagt, tun Sie sich noch einmal zusammen, damit ich Sie alle. Und dass man Rivera gegenüber Respekt zollen muss. Ich habe Bilder aufgenommen von Cafés, Digga, von direkt Cafés mit Waffen rumgehen. Ich bin dazu imstande, denen die Lizenzen wegzunehmen. Das ist Zwischending, das Ding zwischen Ihnen und Mahon müssen Sie klären, das ist Ihr Ding. Ich mich gut, nicht ein, aber ich lasse nicht zu, dass die Cafés hier Familienansagen drücken oder Familien rapen. Ja, die sind gestern mit 45 Mann gekommen. Habe ich gehört. Deswegen bin ich auch dazwischen gegangen. Das geht mir zu weit. Eine Sache aber, Mendez. Da bitte ich Sie drum. Sie haben anscheinend von denen 500.000 gefordert, das ist zu viel. Nein, 350.000. Ich habe dreimal gesagt, dass es 350.000 sind. Ja, er 350.000. Sagte 500, keine Ahnung. Gut, 350, das ist auch viel für eine Familie, aber was soll's. Ja, dann sollen die sich nicht wie Familien benehmen, sie Idioten. Da haben Sie recht. Whisky ist auf Null-Toleranz-Strategie wie die Berliner Polizei bei arabischen Großfamilien. Wenn die Familien sich, wenn sich die Cafés zusammentun und ich das mitkriege, dann reite ich ein. Und du hast doch mitgekriegt, wie er über euch geredet hat. Und das ist jetzt ja keine Fitna, du warst doch, er hat doch dich da beleidigt am Anwesen. Dafür kriegt er seine Rechnung noch. Ich warte, bis fertig seid. Er ist ein Deine Sache, Mendes. Ja? Ich schieße mitten in der Stadt herum, obwohl ein Leut daneben ist, andere Pedila daneben sind, Pedil-Helis über uns. Ich habe Bilder davon gemacht, wie das Café Waffen gezückt hat. Weil einer der Männer meinte, wenn wir den Ratzer kriegen, ist das ihre Schuld. Ich möchte, dass Sie mit diesem Mann nochmal reden und dass er das nächste Mal etwas mehr Respekt zeigt. Wer war das denn? Irgend so ein Blonder, den muss Blanco kennen. Ja gut, ich spreche dann mit Blanco. Okay, und Mendes? Irgend so ein Blonder schon. Sie nicht bitte Bescheid zu sagen, wenn die Cafés sich zusammentun. Ich sag Ihnen, das ist der Keim für etwas Großes. Wenn wir das zulassen... Nein, also das Café Aslak ist gegen diesen Zusammenschluss. Oder nicht Kuschtrim? Wie habt ihr das gestern gemeint? Kuschtrim ist im Kopf, aber bei uns ist es so, die einzigen, die sich hier zusammenschließen, das war bis jetzt Boomerang und das Libanon-Café, die zusammen gemeinsame Sache machen. Libanon-Café hat sich gerade eben auch abgewendet von denen, Sergio, und die wollen gesondert auf uns zukommen, weil die sind kurz vorm Schließen und die möchten mit uns reden und deswegen steht Mahon alleine da. Achso, ja, nee, Redebets gibt's ja noch. Ja, genau, die gehören auch zu denen. Red gehört noch zu Mahon, aber die sind den ganzen Tag nicht da. Und die decken sich sogar gegenseitig. Ich habe heute mit eigenen Augen gesehen, wie Café-Mitglieder von Mahon in das Café von Libanon reinlaufen und die dann zusammen schießen. Ich stehe nur hier, weil ich mit Mendez und Breitberg reden will. Ich muss mit Mahon seine Lebensgeschichte anhören, Jungs. Also ganz ehrlich, ich bin kurz davor. Ich sammle die ganze Zeit schon Beweise. Also dieser Idiot hat es als Familie nicht geschafft und jetzt versucht er das zu machen, was er als Familie nicht konnte, als Café? Die haben euch zu dritt gestürmt. Ich fall vom Glauben ab, ich kann nicht mehr. Und verloren. Wo sind wir gelandet? Boah, mein Bruder geht Party ab hier. Gut. Wenn das, dann bin ich Oh, ist aber mir. Ich auch. Blanco, wir gehen. Ja, ja. Hey, Mendez, dich zu erreichen ist wie Dings, Pamela Anderson, bitte. Ich brauch dich unbedingt. Ich ruf dich die ganze Zeit an. Komm, wir komm. Sowieso noch sprechen. Bitte. Ich bin nur hergekommen, weil ich hier Breitenberg erwischt habe und jetzt erwische ich dich noch mit. Ich bin hergekommen, weil Blanco mich dazu gerufen hat. Mendez. Herr Mendez? Sie. Wer redet hier? Kann ich Sie was fragen? Wer? Das war hier. Café Aslak. Ja? Wie sollen wir jetzt weiterhin agieren? Wie? Ja, gegen das Café Boomerang, wenn die wieder auf uns schießen sollten. Wenn die auf euch schießen, müsst ihr euch natürlich wehren, aber am besten nicht, wenn wir irgendwie schießen, immer dazwischen fahren, weil das echt hat uns heute ein bisschen irritiert. Ja, das Ding, wir sind da auch eingeritten, weil die auf unsere Männer wieder geschossen haben. Und auf einmal kam dann Rivera Heli hat uns runtergeholt. Wir waren total deswegen sage ich am besten, wenn wir kämpfen, einfach gar nicht reingehen. Das wäre am besten. Ja, ja, klar, natürlich. Also wenn die auf uns schießen, dann können wir uns natürlich wehren. Ja. Okay. Nein, Bruder, klar. Du musst ficken lassen, Bruder. Ja, soll ich natürlich mehr, Bruder. Wen willst du fragen, wenn auch einer auf dich schießt, fick seine Mutter, Bruder. Was sagst du da? Nein, mein Bruder, nicht das. Walla, Bruder, Aslak trägst du auf dein T-Shirt, weißt du? Du fragst, was mache ich, wenn einer auf mich schießt, fick seine Mutter, ja? Ja, Bruder, mach ich, ja, natürlich. Natürlich. Was soll das denn?
Hoch und runter fick ich. Ja. Aber hast jetzt Erlaubnis von Blanco gekriegt, dass du deinen Arsch beschützen darfst, Bruder? Denkst du, Blanco sagt, ja, nein, schieß dich, lass dich ficken oder was? Dann dürfen wir auch so einen Kaffeebumerang rein oder nur, wenn es einen Grund gibt? Ey, was fragst du uns, verdammt? Mann, ich weiß es doch nicht, Herr Mendes. Ja, wie soll ich denn aus? Kuscheln, wenn du es Bumerang ficken, weil die euch gefickt haben, dann fick sie. Hey, natürlich. Hey, ja, dann mach doch. Hey, sehr gut. Ich fick Mahon, Mann. Jetzt Mahon, der arme Sache. Vollidiot. So, Mendes, ganz wichtig, ich habe ein paar Fragen. Ja. Die dicke Filme, ganz hat sich das mit unserer Anwältin geklärt, unsere eigene Anwältin, die dachte, wir wollen Mordanschlag auf sie filmen? Achso, wir haben auch ein Heli. Also sie denkt immer noch, dass sie auf sie geschossen hat, aber... Okay, ich stelle dir nur eine Frage. Also du weißt, dass es nicht so war, das habe ich dir schon bewiesen, aber das ist doch unsere Anwältin, warum sollen wir sie erschießen? Weiß ich ja nicht, vielleicht... Das Problem war, wir hatten einen Konflikt mit Grace und die stand da einfach. Das war Kollateralschaden. Also nur mal so viel dazu, das habe ich dir aber schon erklärt, mein Bruder. Ja, die Sache hat sich ja eigentlich schon geklärt. Genau. Was ist denn mit dem Waffen? Wir hatten ja einen Deal bei euch. Ja. Was ist aus der Sache geworden? Ja, die Sache ist, die Waffenroute ist jetzt anders. Ja. Man sammelt jetzt an einem Fleck Metall. Mhm. Da muss man aber 5 Schwarzgeld pro Metall hergeben. Okay. Und die Metallroute dann jetzt auch für Aufsätze und Munition. Okay, okay, okay. Dann packt man das in die Workstation und dann macht man daraus Waffen. Okay, das heißt ein Feld für 3 Routen. Das Metall ist für alle 3 Routen. Ja. Hat Satudara noch diese Aufsatzroute? Satudara hat Breitenberg gemeint, sind nicht mehr existent. Ja, dann will ich die Aufsatzroute haben. Wen gehört ihr denn? OGs. Wie haben die denn bekommen? Ich glaube, die wurde... Die haben die einfach, glaube ich, besetzt. Übergeben oder so. Einfach rübergeschoben. Irgendwie so. Ja, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mit den OGs noch nicht geredet. Kann auch sein, dass es Satudara immer noch gibt. Ich weiß es nicht. Ich war ganz kurz heute Trick da. 17. Ah, Moment, mein Kopf ist am Arbeiten. Wo gehen denn diese aufgelösten Satudaras hin? Wahrscheinlich zu Grace, wenn man da Geld bekommt. Nein, zu am OGs. Ende, die gehen zu OGs und nehmen die Route gerade mit. Das nennt man Insolvenzverschleppung. Und das ist ja, wird hier toleriert. Habe ich auch noch nie gehört. Eine Familie macht zu und nimmt eine Route zu einer anderen Familie mit, wo sie hingehen. Geht doch einfach zu den OGs und fordert die Route. Nein, auf gar keinen Fall da. Auf gar keinen Fall. Ich habe ganz andere Sorgen. Mendes, pass auf. Wir haben schon die Dingsroute gefordert. Jetzt aber die Frage. Welche? Gibt es einen Deal bei dir auf der Route oder hast du da schon andere Familien drauf? Ja, nur Gashi, weil ich mit denen gesprochen habe. Gut. Aber der Deal wird dir nicht gefallen. Wieso? Ich muss diese schönen Dinger hier für die ganze Stadt produzieren. Ja. Gashi hat einen 70-30 Deal. Ja. Das Fassgeld, was sie ausgeben für das Metall, gebe ich ihnen in grün zurück. Das heißt, die waschen es 1:1 sozusagen. Und Risiko liegt bei denen. Safe, Bruder. Ey, Bruder, frag mal Gashis, ob die bei mir putzen wollen. Frag mal Gashis, ob die zu mir anwesend kommen wollen. $100, die putzen mein Anwesen für diesen Deal. Mendes, du weißt, ich mag dich. Krass, dass Gashi das macht. Danke für dieses Gespräch. Mendes, I love you. Wann kann ich Waffen kaufen, mein Bruder? Ich kann dich auf die Liste schreiben. Wie auf die Liste schreiben? Es will jeder kaufen. Es haben sich schon einige gemeldet. Ich kann dich dazu tun. Voila. Wir haben so viele Waffenteile dir gebracht, Mendes. Wir haben dich unterstützt. Achso, habt ihr da im Gegenzug keine Sachen bekommen? Ja, klar. 70-30 und dann 60-40. Einmal. Und dann hat mich meine Anwältin, der ich vertraut habe, uns den Deal gekündigt. Und dann kam eine neue Route. Und jetzt sind Gashis die einzigen, die jetzt arbeiten. Ja, der Deal war ja nicht gekündigt. Wir haben. Doch, die Dame hat den Deal gekündigt. Noch. Mit Schreien sogar. Ja, ich kann euch ja auch schlecht den Anwalt absprechen. Ja, natürlich. Und wir, nochmal, sie ist ja, sie macht ja gute Arbeit. Wie sieht's denn mit dem 60-40-Deal aus, wie vorher? Und dass ihr das Risiko alles selbst behaltet? Keine Chance. Mit der neuen Route keine Chance. Vor allem, wie wir jetzt für die Leute produzieren müssen. Keine Chance. Aber wie ist denn die Frage? Will Gashi für die ganze Stadt mit 70-30-Deal produzieren? Nein, Gashi hilft uns, Metall zu sammeln, bis wir für jede Familie eine Ladung fertig haben. Danach reden wir wieder, aber wir müssen die ganze Stadt wieder beliefern, ja. So, wir haben die Route damals übernommen, als die Stadt nichts hatte, und da mussten wir die schon beliefern. Und jetzt kommt wieder eine neue Scheiße dazu. Mhm, wir waren ja gerade dabei,
für Verhältnisse zu sorgen, dass wir endlich vernünftig arbeiten können. Aber jetzt ist die neue Waffe gekommen und jetzt müssen wir die neue Waffe für jeden produzieren. Alles klar. Ja gut, dann wird uns wohl nichts übrig bleiben, außer auf irgendeine Liste und warten, bis wir drankommen. Dann schreib uns da bitte drauf. Ja gut, dann werde ich irgendeine andere Route vorher gehen, weil sonst hätten wir einen Deal bei dir gemacht, aber der Deal ist ja... Okay. An welche Route hast du gedacht? Kodein haben wir gefunden. Aber jetzt, wo ich gehört habe, dass OGs diese Aufsätze genommen haben, habe ich eigentlich Bock, in OGs reinzugehen. Ja, warum nicht? Ja, aber die ficken am Ende meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob es da diese Schrott... Die haben halt nicht Dings, ne? Die haben halt nicht viel... Ich glaube, keine... Kaum Tags. Ich glaube, eine vielleicht. Das ist mir scheißegal. Die können voll sein. Die können jeden haben, den die wollen. Ich scheiß da drauf. Mir ist egal, welche Familie. Also darum soll es nicht gehen. Guck mal, vielleicht sehen wir das auch falsch und die haben sie irgendwie gekauft oder was weiß ich, ne? Also nicht, dass wir jetzt... Wir wollten jetzt nicht irgendwas Nein, die Info war erzählen. Blanco hat mir gesagt, die Route wurde geschoben. Hast du mir gerade gesagt. Natürlich, wir reden hier unter uns. Das Gespräch geht auch niemand was an. Gut, nee, dann werden wir uns eine Route schnappen, Mendes. Danke für das Gespräch. Falls irgendwann mal wieder Deals kommen, die auf europäischem Niveau sind und nicht irgendwie afrikanisch oder südamerikanisch, ja, oder wie in also Katar. Wir sind Zustände wie bei der WM in Katar. Ja, deswegen, du hast deine Zustände mit rübergebracht. Schau mal, mit deiner Entlohnung kann ich mich schon die Krankenversicherung bezahlen, verdammt nochmal. Aber gut, ich verstehe dich, du bist Geschäftsmann, man muss realistisch bleiben, ihr habt jetzt viel zu tun. Wie gesagt, mit der Dame haben wir geklärt, das Thema ist zu. Und dann werden wir uns jetzt diese Kodein-Route oder irgendwas unter den Nagel reißen. Probieren dann, viel Erfolg dabei. Alles klar, gut. Mendes, ich danke dir, auch mit deinen südamerikanischen Machenschaften, die unter der Würde von dem Grundgesetz sind. Danke nochmal, wir wünschen euch einen schönen Tag. Blanco, mach's gut, ne? Mach's gut. Und, ja, wir können uns bestimmt einen Helikopter ausbauen, oder? Blanco, ja? Guck mal, wenn Mendes dich wirklich auch unter der Würde behandelt, es gibt so ein Handzeichen, so ein internationales Handzeichen, was du machen kannst. Ja, du musst so einfach Zeichen geben und wenn man das sieht, dann retten wir dich aus der Situation raus. Verstehst du das? Also selbst wenn ich ihn nicht richtig halten würde. Moment, hast du gerade gesagt, dass du ihn nicht richtig hältst? Das ist doch kein Pferd. Ach. Ja, Pferd ist. Du hast gerade gesagt, dass du den Blanco nicht richtig hältst? Ich glaube, wir uns diesen Helikopter da ausfolgen, 70-30. Das ist doch unsere. Wie sollen wir hier wegkommen? Ach so, einer, ja, einer könnte hier kommen. Mendes, ich danke dir fürs Gespräch. Blanco, Handzeichen. Auf Jungs. Bis dann, tschüss. Ja, mexikanische Arbeitsverträge. Wahnsinn. Ich schwöre, ne? Seid ehrlich, Mendes vergibt unmenschliche Verträge. Das ist unter der Würde des Menschen. Ja oder nein, Chat? Ja oder nein, Chat? Mendes gibt Gashis offiziell. Wallah, ich mag Valdet, aber Gashis Safi, Bruder. Die nehme ich nicht mehr ernst, Bruder. Ich kann die nicht mehr. Habt ihr den Deal gehört? Arbeit doch einfach für die. Arbeit doch einfach für Mendes. Gib doch freiwillig einfach ab, Valdet, Bruder. Gib doch einfach ab. Gib einfach ab, freiwillig, alles, was du hast am Mendes. Zahl das Metall noch von deiner Tasche, zahl noch drauf. Oder diesen MSG, ihr sollt ins Animas, was habt ihr denn gemacht? Die haben wieder irgendwas gemacht. Aber was haben wir gemacht, diese Fische? Keine Ahnung, keine Ahnung. Was ist denn daran lustig? Warum lacht ihr denn? Was ist denn daran lustig? Die sollten ins Animas, war ganz klar gesagt. Wo sind die denn? Was machen die denn? Drei GPS am Anwesen. Da ist hier ein bisschen mehr. Ist ja auch. Ist echt ein bisschen. Also warum antworten diese Fische denn nicht im Funk? Und der einzige Antwort ist Matteo und der folgt auch schon seit 5 Minuten, wo die ganze Zeit. Ja, Leute lächerlich, sind. Wallah, lächerlich. Ey, guck mal, diese Disziplin fick ich, Bruder. Fick ich diese Disziplin. Zuletzt waren die in Aslak-Café, ne? Ja, was haben die denn da zu suchen? Wir haben gesagt, bleibt am Animas am Nachholen. Was haben die da zu suchen? Wallah, wie wenn du mit Hauptschulklasse, 8. Klasse in Zoo gehst, Bruder. Gehen die Leute verloren, Bruder. Der eine Kuschel mit dem Eisbären. Siehst du auf einmal Mehmet im Affengehege sitzen, weil ich wieder da reingekommen bin. Ah, Männer, komm, ja. Geht Animas. Ganz einfache Sache. Geht ins Animas, Bruder. Was endet? Tod. Leute sind tot im SG. Wahnsinn. Wie Bart? Hör, was passiert mit dem Heli? Oh mein Gott. Was war das? Habt ihr den getragen? Ja. Ja, der Heli ist kurz abgehoben nochmal. Aber generell darf ich eine Sache sagen. Ja, natürlich. Ich glaube, die Kodein-Route, die ist jetzt schon gefüllt verbraucht.
so, wie verbraucht? Also, wie soll die verbraucht sein, also Bruder, Frank, wenn die Töpfe gemacht werden? Also Frank hat innerhalb von, ich glaube, eigentlich nur von heute hat der schon über 500 Codein oder so gemacht, alleine. Ja, aber das spielt doch keine Rolle, dass wir sie schützen und die Leute wegballern. Die hab ich. Ihr könnt doch gerne weiter hier rumstehen. Also Waffen, die werden wir nicht kriegen. Dispatch wurde angenommen. Das ist halt das Ding. Wie, wir können kein Geld damit machen? Was laberst du? Wenn man eine Stunde einen Topf macht, kriegst du 70 Codein und das sind 70 Medkits sozusagen. Ja und? Und weiter? Tja, die wird keiner nutzen. Weil die alle genauso wie wir die Töpfe auch bekommen haben. Ja, aber Bruderherz, die Route, es geht doch weiter. Es ändert doch nichts, dass der Verarbeiter da bleibt. Ich sag nur, was ich denke. Okay, pass auf, ihr sagt den anderen, ihr sagt den allen anderen, wir machen keinen Deal bei Mendez, weil arbeiten wollt ihr ja nicht und wir nehmen auch keine Route erstmal ein. So. Wenn ihr fragt, warum, Levin. Levin hat jetzt entschieden. Du sagst ja nur zu der Codein-Route. Codein wird nicht eingenommen. Levin sagt, bringt nichts, wir nehmen keine Route ein. Ich komm, wunderbar. Haben Sie gehört, genau? Was hab ich? Okay, haben Sie gehört? Unser Jungs war von Asa geknallt. Von Aslak? Von Asa geknallt, ja. Warum? Weiß ich nicht. Die waren vor 5 Minuten noch hier, haben gefragt, wo sie sind und dann waren sie weg und jetzt die anderen. Bleib GPS mal hier, ey, bleib mal hier auf Standby, ich geh mal ins Aslak-Café. Pass auf. Soll ich mit? Nein. Alter, ihr kennt mich nicht, ihr kennt doch nicht meine Ablenkung, ihr wisst nicht, was ich mache, Bruder. Hallo. Was ist los, Witsch? Was kann ich nicht tun? Bruder, meine Leute sagen, Aslaks haben auf meine Leute gerade geballert. Ja, deine Leute haben auf uns geschossen. Warum? Weiß ich nicht, Bruder. Jetzt. Emilio hat nur durchgefunkt, dass die auf uns geknallt haben. Einfach so, oder wie? Ja, die sind hier vorbeigefahren mit schwarzen Auto. Ja, frag doch mal im Funk, warum die geschossen haben. Frag doch mal. Der Emilio wird gerade festgenommen. Hier wird gerade festgenommen. Ja, bei uns sind auch Leute festgenommen. Ja, hallo. Wir sind neben dir. Aslak hat unsere Leute gerade geknallt und ausgezogen, ne? Nackig gemacht. Ja, warum? Weiß nicht, vor 2-3 Minuten. Wir wollen die jetzt eigentlich knallen. Die sind jetzt alles gut. Ich kläre das jetzt hier. Wer ist denn der Höchste, der gerade hier ist von euch? Emilio, der wird gerade festgenommen. Danach komme ich. Wo ist denn Emilio? Wo ist denn das? Du kannst mit Jamal reden. Der wird festgenommen. Ja, weil ich höre, dass sie gerade unsere Leute auch abzieht und so. Guck mal, ich sag euch das. Macht das Ding lieber zu. Oder ich schwöre, ne? Wallah. Okay, gut. Schon geklärt. Einmal müssen wir gut. Hier rechts. Wo trägst du mich denn, hä? Officer, ja, alles gut. Officer, hören Sie zu. Officer, hallo. Komm, Witze. Officer. Officer, hörst du mich? Hier, Ritz, guck mal, hier sind drei Leute da, Bruder. Officer, hören Sie mich? Ich hab keine Space von vorne, wenn sich jetzt... Ja. Bleib mal stehen, alles gut. Herr Officer, kann ich mit denen reden? Geht das? Ja, komm einfach mit. Schaut mal. Es sind viel zu viele Leute, reden hier. Das war eine Schießerei zwischen uns Q6 und Aslaks, aber wir sind Freunde. Es haben sich Leute als Q6 verkleidet und haben auf die Leute hier geschossen. Verstehen Sie das, Officer? Ich wiederhole nochmal. Das ist mein Freund, schon sehr lange, von Aslak. Wir haben keine Ärger. Leute haben sich wie wir angezogen und machen hier Drive-Bys auf die Leute hier. Verstehen Sie das? Das funktioniert zwar nicht. Das verstehe ich, aber... Ja, sicher, dass die Leute da einfach Drive-Bys ziehen, das geht nicht. Aber wir müssen den Herrn leider belangen für seine illegalen Waffenmodifikationen, die wir sichergestellt haben. Und die Herren haben halt die Aussage getätigt, dass... die beschossen worden sind. Oder denken Sie wirklich, ich kann drei Leute holen? So? Aber er hat doch keine Waffe dabei, ne? Zivilist. Ich habe keine Waffe. Illegalen Waffenmodifikationen, Mensch. Also schauen Sie mal, auch wenn Sie... Officer, ja gut, schauen Sie. Okay, hören Sie doch mal zu, Officer, Hörst du mir zu? Munition, ja, warte. Und, Ey, Officer, gleich nehme ich dir die Brille von deinem Kopf. Ich rede mit dir. Hör mir mal zu. Ja, hör mir mal zu, Lan. Das ist mein Freund, okay? Wenn du ihn belangst, mach strafmildernd. Das ist mein Freund. Die haben nichts gemacht. Wir sind eigentlich Freunde. Das waren andere, okay? Wenn du dem eine Strafe gibst, sei korrekt, weil hier gibt's keinen Ärger, okay? Sag ich dir so, wie es ist. Verstehst du mich? Danke für die Information. Wunderbar, alles klar. Gehen. Wunderbar. Schönen Tag, Sir. Ja, schönen Tag. Das hat mir zweite geholfen. Sag mal, bist du dumm? Ja. Bist du blöd? Oder bist du ein Fisch? Oder was bist denn du? Hier. Ja, funk durch, du Fisch. Sag mal, ey, was sind das für ein unfähiger Kopf hier? Was ist denn das hier? Ja, Bruder, reg dich nicht auf, ganz tags. Was sind das hier für ein unfähiger... Ey, ruf mal direkt deinen Vorgesetzten. Nein, nix. Ruf mal deinen Vorgesetzten, mit dem kann man nicht reden. 48, Bruder, du bist durch Arbeitsabmaßnahme zum PD bekommen. Bruder, du hast Maßnahme, Bildungsgutschein hast du gekriegt, dass du zum PD darfst. Man redet mit den Leuten, die hören nicht zu, Land. Hey, kannst du mir bitte mal Vorgesetzte von dir holen? Na, alles gut. Sir.
Wir sind gerade im Einsatz. Wir sind gerade nur zu zweit hier. Ja, aber guck mal, man versucht mit euch normal zu reden. Und der Typ stellt mit seiner Hauptschulfrisur, schaltet einfach auf stumm, wie so ein kleines Kind. Was ist das hier? Seid ihr Polizisten oder seid ihr Kinder? Natürlich, ich verstehe auch. Leute schießen auf den Herrn, der im Auto sitzt. Leute, die sich wie wir anziehen. Ich versuche euch das zu erklären. Ich habe nicht mal eine Waffe gehabt. Der hat nicht mal eine Waffe. Ich versuche das hier noch korrekt zu klären. Und dann wundert ihr euch, wenn Riesenschießereien ausbrechen, weil man mit euch nicht vernünftig normal reden kann. Nein, schau mal, ich kann erklären, warum ich nicht... Guck mal, es stehen schon längst Leute hier. Ich könnte einmal durchfunken, ihr würdet liegen, ich würde den rausnehmen, ich würde euch verstecken, keiner würde es wissen. Aber das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Verstehst du, Bruder? Ja, das verstehe ich. Wir wollen mit euch reden, vernünftig. Lass doch den Typ raus, der hat doch gar nichts gemacht. Schau, ich erkläre es dir, warum, weshalb. Ja. Der Herr in ihrer Keksmaske, ich glaube, das ist ein Kollege von Ihnen, soweit ich weiß. Mhm. Und noch der eine mit der gleichen Frisur wie ich habe, hat ausgesagt, dass der Herr auf sie geschossen hat. Ja, pass auf, komm mal her, ey. Ey, der Keksmaske. War und das ist die Zeugenaussage. Keksmaske. Deswegen... Hast du irgendwas ausgesagt hier bei dem Kopf? Ja. Was hast du gesagt? Ja, ich habe Aussage gemacht. Wie, du hast Aussage gemacht? Aussage, dass die Bullen mich gefickt haben. Das ist gar scheiße, dass die Bullen mich gefickt haben. Scheiße, du Bastard. Bist du Zinker? Bist du Zinker? Bist du Zinker? Nein. Walla, ich töte dich. Bist du Zinker bei den Bullen? Nein. Walla, ich fick dich. Hey, bist du ein Zinker? Ich schwöre bei Gott, ich leg dich um. Mir scheißegal, ob Bullen. Hat der Aussage gemacht? Hat der Aussage? Hey, hey, Officer, ich schwöre. Hat der Aussage gemacht? Ich fick ihn. Ich fick ihn. Hat der Aussage gemacht? Ich mach meine Waffe nicht weg. Ich schieß mir selber in den Kopf. Ich töte mich selbst jetzt hier. Hat der Aussage gemacht, ja oder nein? Ich schieß mir selber in den Kopf jetzt. Hey. Ich schieß mir selber in den Kopf. Wie soll ich Ihnen das erklären? Hat der Aussage gemacht? Ja, er hat eine Zeugenaussage getätigt, Sir. Hey, ruf mal den Keksfresser. Komm mal, ruf mal diese Keksfresser. Seit wann reden wir kurz jetzt mit dem Bullen? Ruf den her. Ruf mal Schein her, Bruder. Ja. Ich hab Sachen wiedergegeben, ja. Boah. Alles gut, Bruder. Ich versuch den Ding. Alles gut, Bruder, alles gut. Wir versuchen ihn rauszuholen. Ja, das Sir, packen Sie der Waffe bitte weg. Ich schieß mir selbst in den Kopf. Bitte nicht, Sir. Ich schwöre. Hat der Aussage gemacht oder nicht? Meine Leute machen keine Aussage. Spring mich um. Ich sag euch. Der bringt sich gleich um. Kopf, geht weg von denen. Ich schwör auf alles. Ich bring mich wirklich um. Geht weg, der bringt sich. Walla, guck, Waffe ist an meinem Kopf. Walla, Waffe ist an meinem Kopf. Der macht keine Faxen, geht weg, ey, geht weg. Hat der Aussage gemacht bei euch, ja oder nein? Wo ist Keksgesicht? Wo ist der? Wo ist Schein? Hol sie den mal her und reden sie mit dem. Ruf ihn sofort her. Officer, mein Blut klebt an deinen Händen. Schein. Walla, der macht keine Faxen, der ist auf Taschen, bitte. Ja, ja. Ich hab Kokain gezogen. Hör mal zu. Hast du Aussage bei Cops gemacht? Nein. Sag Walla. Ich töte mich selbst. Bist du ein Zinker? Bist du ein Verräter? Warum antwortest du nicht? Officer, hat deine Aussage bei Ihnen gemacht? Ich muss von Ihnen hören. Verräter reden nicht. Ich habe Zivilisten Aussagen gehört. Ich weiß nicht, ob das der Herr war. Hast du mit dem Bullen geredet? Ich habe gesagt, wie geht's ihm? Das war's. Herr Officer. Ja, ich höre. Officer, nehmen Sie diesen Mann fest hier. Perfekt. Nehmen Sie diesen Mann fest. Ich war dabei, ja. Nehmen Sie diesen Mann fest. Der Herr geschossen. Ja, nehmen Sie den weg. Nehmen Sie den weg. Ja. Der hat Aussage bei Polizei gemacht. Er hat Aussage bei Polizei gemacht. Nimm den mit. Schein, du hast noch eine Chance. Hast du Aussage gemacht oder nicht, Schein? Hab ich nicht. Officer, hat er gemacht, ja oder nein? Nein, der war gar gut, nicht. Gut, dann kommt zurück. Officer hat nein gesagt. Gut. Herr Officer, haben irgendwelche von meinen Leuten Aussagen gemacht? Wenn ja, muss ich mich jetzt selbst umbringen. Das Problem ist, wenn ich hier sage, bringen Sie sich um. Officer, ich töte mich sofort. Islam, haben Leute Zivilisten von mir Aussagen? Nein, Zivilisten, die schwarz gekleidet waren, Sir. Kimo, haben Leute von uns Aussage gemacht? Nein, natürlich nicht. Nein. Gut. Das waren Zivilisten, die schwarz angezogen waren. Gut, alles klar. Die sich als Fake-Cousins ausgegeben haben, Sir. Gut, alles klar. Weil sie gesagt haben, der mit der Keksmaske. Ich habe schon gedacht, meine Leute sind Zinker. Ja, ich weiß nicht, ist der Keks, nach zu beinen? Ja. Ey, keiner soll schießen, bitte. Nicht umbringen, Richie. Ich will mich doch selbst umbringen. Wenn Leute bei mir Zinker sind und mit den Cops reden, muss ich mich doch selber umbringen. Nein, Sir, beruhig dich. Ich verliere mein Gesicht. So gefragt, wie es geht. Alter, ich weiß. Okay, gut. Genau. Wie ist Ihr Name, Herr Officer? PD48. PD48. Wie? Ari Shakur? Ari? Arion Shakur. Ach, Arion. Arion Shakur. Arion. Oh. Alles klar, Arion. Gut. Shahin? Haben wir das geklärt, Sir? Schein, komm her, Schein. Du tust nochmal bestätigen, du hast keine Aussage gemacht, ja? Ja, hab ich nicht. Gut, alles klar, wunderbar, gut. Bruder, alles klar, auch gesagt, dann danke für die Arbeit, tut mir sehr leid. Und bitte, bitte tun Sie die Hochstapler, die einfach hier auf Cousin schießen und in den Laden von Aslak schießen, nehmen Sie die mal fest, weil wir schießen ja nämlich rum. Ja, aber wir haben leider bei dem Herrn die
Waffenmodifikationen gefunden und dafür müssen wir. Ja, gut, mit den Waffenmodifikationen. Das aber Ende. Bitte, bitte milderndes Urteil, ja? Wir machen alles sehr der Herr ist ja kooperativ und hier gibt es. Wunderbar, ja. Alles klar, wunderbar. Ey, die Officer sind kooperativ. Das ist keine Waffe, das ist nur vom Fasching. Ich war in Köln, Fasching. Hab ein paar Nafris bearbeitet, die Frauen begrapschen wollten. Oh, Löwe! Das hat doch Dings zu wirklich nur wir beide, Bruder, ja? Das war doch dabei, der hat uns alle gesagt. Der war das dann. Bruder, ich weiß nicht. Bruder, ja, der Kopf soll mal kurz weggehen. Ja. Für Mila ein bisschen Abstand, ja? Ja. Ist doch alles gut, wir haben es ja geklärt, Bediener. Bruder, deine Jungs haben gesagt, aber Jungs, keine Ahnung. Du brauchst den jetzt nicht keine mitnehmen, der wird dafür belangt. Yes. Und alles gut, alles gut, machen wir. Das ist ein perfekt. Nochmal, was? Schuss. Die haben gesagt, ich fick Aslak. Und davor habe ich gefragt, seid ihr Cousins und die haben Nein gesagt. Ja, die Nein gesagt haben, ich fick deren Hurenmütter. Kannst du der dir sagen? Der hier recht war einer. Ich weiß nicht, wer das Nein, war. Nein, das weiß ich wer nicht. Wer sagt, ich bin kein Cousin, ich fick seine Mutter. Ha. Was? Es geht nur darum, dass er die zwei Pistolen einfach zurückgeben soll. Ich weiß doch nicht, um was geht. Alles klar. Bruder, die geben dir, die geben dir milderndes Urteil, mein Bruder, ja? Und ich setze mich schon für dich ein. Okay, Bruder? Komm, Bruder, egal, alles klar. Scheiß drauf. Alles gut, Bruder. Wir reden nochmal in Ruhe, du weißt. Also, ja, wenn du willst, dann schreien komplett. Nein, nein, wir reden, Bruder. Du bist mein Bruder, ja? Bruder, von meiner Seite auch nicht, Richie, ey. Bitte. Und die Leute von mir, die gesagt haben, sie sind kein Q6, mein Schwanz in deren Mund tragen. Wer sagt, macht nicht Filme wie Barello? Meinst du mich? Wer hat gesagt, mach nicht Filme wie Barello? Wer sagt das? Nein, wir machen hier keine Filme wie Barello. Ach so, ich wollte gerade Barello auch beleidigen. Gut, alles klar. Meine Brüder Azlax, ihr wisst Bescheid. Sabo hatte. Zwischen uns muss kein Ärger sein. Mein Bruder, ja. Jalla, Bruder. Ciao. Sabo. Ey, komm. Hat sich das geklärt? Ja. Pardon. Ja. Wie geht's dir? Ja, wunderbar, wie geht's dir? Oder was? Alhamdulillah, gut, ja. Wenn ich dich sehe, geht's mir besser, General. Wunderbar. Ja. Wenn ich dich sehe, Bruder, dann denke ich mir, oh, lass dich mal vorbei. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Geschichte ist. Oha, der, du weißt nicht mehr, wer ich bin, ne? Wenn ich dich sehe, Bruder, ich frage mich immer, who the fuck is that guy, man? Ich küsse dein Herz. Wer bist du, mein Bruder? Ja, Jamal, ich bin gar nicht so schnell. Oder Arda, keine Ahnung. Arda! Oh, Arda! Du musst doch deinen Namen sagen, du siehst schon wieder anders aus. Salam, Arda, wo treibst du rum, Alter? Ich bin Zivi, ich bin nicht mehr so oft hier unterwegs. Ein paar Filme machen, du weißt ja, wie ich das von dir gelernt habe, General. So sieht's aus. Arda, der war bei uns doch jetzt. Habibi, ja. Freut mich, mein Bruder. Wenn was ist, Tür steht immer offen für dich, Habibi. Ich küsse dein Herz. Wie geht's deinen Kleinen? Wunderbar, Bruder. Ich weiß nicht mehr, über wen du redest. Ja, also, ciao. Ich meine Levin. Ciao, ich meine Levin. Levin geht super. Der Au-Au. Au-Au. Hey, nix, Mann. Walla, Katastrophe. Unsere Jungs schießen auf die, der schießt auf die, Bruder. Walla, keiner weiß, was er macht. Ist er offen, Frank? Machen wir den Courtage auf hier. Was? Ja. Wunderbar. Wolli, du kleiner Pisser, Junge, du kleiner Lutscher, Junge. Dann fahr mal weiter mit deinem Motorrad, was aus. Bruder, weg aus diesem Chaos. Abhauen, Chat, abhauen. Walla, Bill, abhauen. Frank Lampert. Ey Jungs, diese Tacho ist einfach fake. Das ist niemals 200 km/h, was wir gerade fahren. Guck mal, wie langsam das ist. Wir fahren niemals 218. Guck mal. Eine Sache müssen wir noch mal kurz festhalten. Einzelchat, Gashis sind absolute. Also Gashis, Bruder, ne? Ehrlich, dass Gashis für den Deal arbeitet, man müsste die auflösen. Einzelchat, Real Talk. Gashis müsste aufgelöst werden für diese Unterwerfung, Bruder. Auflösen sollte man den. Man kann nicht mal Waffenvertrag-Deal bekommen hier, man nachkommen, weil die Leute, Bruder, für nichts arbeiten. Umsonst einfach, Bruder. Wir können nicht mal Waffen herstellen, weil die einfach umsonst arbeiten.
Also Jungs, schreibt mal in den Chat. Munitionsroute oder Aufsatzroute? Ganz ehrlich, guck mal, ich sag euch was Ehrliches. Ich finde Kali inzwischen sympathischer wie OGs. Nur noch Rommel ist da, sonst, ansonsten kann ich mit OGs gar nichts anfangen, Bruder. Sag ich euch die Wahrheit. Ich kann gar nichts damit anfangen, Bruder. Kali ist mir immer noch näher und sympathischer, Bruder, als OGs. Ehrlich, das sag ich euch aber, ehrlich. Vorsicht, zur Seite. Ganz ehrlich, das sage ich euch ehrlich so. Und ist auch so ein Ego-Ding. Weißt du, jetzt ist die Munitionsaufsatzroute bei OGs, Bruder. Ego-Ding, Bruder. Rommel ist mein Bruder, ist der einzige Server, der noch da ist. Ich habe eigentlich Bock, die Aufsatzroute zurückzuholen, ehrlich, sage ich euch. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, ich habe gegen Kali irgendwie nichts so Schlechtes, so, dass ich mich jetzt, dass ich da irgendwie rumschreie oder, versteht ihr? Ich weiß nicht, gegen OGs auch nicht, aber keine Ahnung. Die Aufsatzroute gehört mir, ich habe die von Anfang an gehabt, oder wir müssen uns wiederholen. Ja, einfach aus der History brauchen wir unsere Aufsatzroute wieder. Aber da würde ich auch gerne mal wissen, wie denn diese Route zu OGs gekommen ist. Weil ich sag euch ehrlich, ich will keinem irgendwelche Vorwürfe machen. Ich weiß es nicht, ob irgendwelche Satudaras zu OGs gehen, weiß ich nicht. Wenn es so ist und es wurde vorher so mit der Route gedribbelt, dann wack, Bruder. Weil wenn eine Familie sich auflöst, dann soll die Route wieder frei sein. Dann muss man sie wieder erobern, Bruder. Angeblich abgekauft für 600.000. Aha. Oh, ich muss den Scheibenwischer kurz anmachen. War eine Fliege oder warum ist hier Blut an meiner Scheibe? Eine Fliege oder irgendwas überfahren? Diese Käfer werden auch immer größer auf den Autobahnen. Wahnsinn. Nee, ich weiß es ja nicht, wo die hingehen, Bruder. Aber ey, eins im Chat. Guck mal, ich bin einer, ich sag, was ich denke. Und ob es einem passt oder nicht, ist mir scheißegal. Jemand, der seine Familie verlässt und seine Familie zumacht, um irgendwo anderes reinzugehen, wacke Scheiße, Bruder. Wacke Kacke, Bruder. Wacke Shit, man. Wacke Shit, Bro. Und nicht Vaditim. Wenn ich Vaditim wäre, ich schwöre bei Gott, ich würde es genauso machen. Ich würde jeden käuflichen Hund da draußen kaufen. Ja oder nein, Chat? Wenn ich das Geld hätte, was Vaditim hätte, ich schwöre bei Gott, ich würde es genauso machen. Ich kaufe euch alle, ihr Köter. Du kostest 2000, ich kaufe dich, Bruder. Ha. Ich hätte es genauso gemacht. Er macht alles richtig. Köter sind die, die sich kaufen lassen. Eins in Chat. Der Köter ist nicht der, der die Leute kauft. Die Köter sind die, die sich kaufen lassen. Ha. Ha? Ja oder nein? Merkt euch das immer. Jeder, der käuflich ist, ist ein Köpek. Im echten Leben, in GTA, überall, Bruder. Ein Hund. Ein Wessich. Aber nochmal, hätte ich das Geld, was Vaditim hat, ich würde auch alle kaufen. Alles würde ich kaufen. Alles. Der macht alles richtig, Bruder. Der macht alles richtig. Guck mal, die eine Familie zahlt als Beispiel wie Grace mit Geld.
Dann gibt es noch andere Familien, die, die bezahlen mit Twitch-Partnerschaft. Da musst du in die Familie gehen, bist Twitch-Partner. Hey. Hey, auch schöne Grüße an diese ganzen Wenachs, die Twitch-Partner geworden sind und dann aus der Familie rausgegangen seid. Ihr Wizards, ja. Ihr Chicanos, Bruder. Hey, Twitch-Partner werden. Hey, und dann von Familie rausgehen. Ich mach zu viel Cash, vielleicht mehr als dein Vater. Groupies auf High Wim, als wären wir Nirvana. Gold auf der Chain ist für Brüder, die stramm waren. Glocke auf mir, ja, das ist keine Uzi. Name ist Cousin, doch wir keine Cousis. Du warst zu frech, ja, dann slide ich wie Tusi. Stehst du noch da, wenn ne Kugel dir zufliegt? Ey, stehst du noch da, da, wenn ne Kugel da war? Ey, stehst du noch da, da?